Was einem das Schicksal an Haar nimmt, ersetzt es einem an Humor. Bruce Willis. Willkommen im Frisiersalon der Podcastwelt. Neben mir sitzt wieder der begnadete Stylist der Bourgeoisie, Alexander mit den Scherenhänden. Schnippschnapp. schnapp. Und ich bin der immer noch unzufriedene Dauergast im Salon, Clemens Kleine Hallo. Sommer, Sommer, ja, das, ich, haben wir irgendwie? Ja, das glaube schon mal glaub, aber wir seien ja nicht mehr die Jüngsten. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir quasi die, die, die vierte Sendung und wiederholen uns schon. Ja, wir sind echt, ja, wir sind, ja, tut uns leid, aber wisst eh konzeptlos bis zum dort hinaus. Das hast du auch schon mal gesagt, oder? Das sage ich, glaube jede Sendung. Oh, ich glaube, die Sendung wird nur wimmeln von déjà <laughs> Das ist das Déjà-Vu der déjà hm. Ja, ja fangen wir an, ich glaube, sonst bad man da nur in Selbstzweifel heute? Ja. Woll, also gleich Anfang oder 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 oder, oder wie ist das oh. Datum? Ist heutige Sorgen oder was du jetzt tun? Ich habe gerade nachgeschaut, die Filter. also es ist der 9. März, endlich März. Ist schon der 9. März, das ist echt schon der 9. März jetzt. Ja, es ist der 9. März. Ja, ich stimmt, bis Jahr war der 23. und ja. heute ist der 9. März, ja. ja. Das geht schnell. Ja, ja, Zeit vergeht. Na, bald ist Frühling, ja. Ja, letztes Mal mal gehabt in zehn Monaten ist Weihnachten. stimmt. <laughs> ja, stimmt, es war es gestern. Es war es gestern gewesen, oder heute? Oder heute. Ähm, ja. Fangen wir an. Ja, be bevor es noch peinlicher wird, oh, das, das, das hat ja alles keinen Sinn mehr da <laughs> heute. tag. Fang du einmal an mit deinen Techpics. Weil ich habe ähm, sozusagen ich habe mir mal wieder immer wieder in Blackberry Pike gesehen und sei mir gedacht, da, da das ist sozusagen der Großvater des Internet of Things. Ist wollte ihn einfach Was mal ist Blackberry Pie? Ja. Äh, Blackberry der Raspberry. Äh, Pie. Äh, äh, <laughs> ich, ich war ein Tippfehler. <lacht> <lacht> das, das, folgt mir gerade auf, oder es war die Autokorrektur. Ja, das S -s sagt man noch immer, wenn es falsch ist. Ich weiß. Ja, ja, ich äh, sogar immer ist zwar äh, immer die Autokorrektur. Ja, ja, immer weil ich bin unfehlbar. Ähm, na, und zwar Raspberry Pi gibt es ja mittlerweile in unzählige Varianten, weil man hat ja mit einer angefangen und dann mittlerweile haben wir ja, ja e Version 3. Version 3, und dann gibt es noch eine, gibt's noch nicht nur so ein B irgendwas oder äh, was? Den, den, ganz, den ganz kleinen in, in, in Nano. Oder, äh, Nano. Hast du ein Nano oder Mini? Mal, ich schaue gerade. Also es gibt die Pi, Zero, ja, ja, Pi stimmt, Zero, Pi Zero W und dann P1 AB mhm. und P2 Modell B und P3 Modell B. Ja, ich bin von Anfang an dabei, nur was ich bis jetzt nicht gehabt habe, ist der Pi Zero und äh, der Pi Zero W, die habe ich nicht gehabt. Ja, äh, weil für die habe ich einfach keinen Anwendungszweck gefunden. Meinen ersten Raspberry Pi, ja. das war, war mal vor vielen, vielen Jahren, also außer wo habe ich ein bisschen umgefrickelt, dann habe ich nicht gewusst, was damit anfangen und haben weiterverkauft. Ja. Mein zweiten Raspberry Pi, der steckt in, in meiner Wetterkamera und macht alle 15 Minuten ein Foto, yeah. und, und lädt es auf dem Server hoch und wertet Temperaturdaten aus. Yeah. Mein dritter Raspberry Pi ist klar ist, ist also eine kleine Multikonsole für Nintendo, Super Nintendo. So. Ah, ja, sonst was viele haben, Media Center geht auch noch ganz gut mit dem Raspberry. Es also ist auf alle Fälle, ja. also die, das, das, die Encoding-Chips reichen mhm. für, für Full HD 60 aus. Ja. 4K 30 geht, glaube ich, auch noch. Ich weiß nicht, wie Nein, es, geht, glaub Ich glaube, beim Pi geht das gar nicht. Es geht beim, beim Banana Pi. Ah, Banana Pi ist sozusagen ja. also, ein bisschen was anderes. Ja. davon, ja. Ähm, aber sozusagen, es war halt das, wie es angefangen hat, so Internet of Things. Also Internet ist quasi jetzt überall drinnen, wenn willst. Ja. War so ein kleines Ding, wo halt relativ viel hast damit bauen kann. Kannst ja sogar immer ich mein, ähm, du kannst ja kleine Roboter auch damit bauen, theoretisch. Ja. Also es ist ja alles drin damit. Wie warte eigentlich drauf, dass das dabei so, so klein ist, dass sie den verschlucken kann? Ja, okay, dann bist du quasi endlich mit dem Internet hautnah verbunden. Ja, ich, ich, ich sehe das so für quasi so Selbstanwendungszwecke, wenn du da jetzt so eine Sensoren hast, die zum Beispiel deine, deine Magensäure analysieren und so weiter und so fort. Ah, die, wie diese Tabletten da, ja, mhm. was es gibt mit Kameras ja, drin ja, schon, ja. Kann. Das ist, es, das ist jetzt kein, kein blödes äh, Nerd gekommen. Na, das, das klingt ja ist wirklich. Das, eine interessante Spielerei war das. Ja, das, ja? Ähm, aber das seien sie eh dabei, sowas zu Und machen. Vielleicht noch mit einer kleinen Kamera dabei, die noch eine Langzeitaufnahme aus dem Morgen macht. Ja, das Wellens, sagen ähm, wir mal, bei guten Themen, das, das Wellens anstatt Darmspiegelungen sollte es mit so einer Kamera machbar sein. Hm. Ja. Hm. Ich meine, es hat ja jemand einmal ein Buch rausgebracht, Dame mit Charme oder irgendeiner Dame, weiß ich nicht. Ah. ah, das, das ist immer so ein In-Thema anscheinend. Ja, ich kenne einige Menschen, die ein bisschen versessen auf, auf so Darm-Themen sind und alles, was damit in Verbindung steht. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es in den Zeiten, wo man leben eh schon bewusst. Ja. Es ist. <laughs> Schatz, bleib Schatz sozusagen. Ähm, ja, okay. Ähm, aber ich habe da noch einen Artikel noch dazu. Es gibt ja zum Beispiel jetzt ein Tattoo, das zur Überwachung von Vitalwerten ist. Das heißt, das kannst du da so eine tätowieren lassen und dann überprüft das Ding deine ganzen Vitalwerte. Und dann sei wir schon in so einer Richtung. Mhm. Äh, ist, was ich mir erinnern kann, eine, eine technische Machbarkeitsstudie aus dem letzten Jahr gewesen, was wir das einmal probiert haben mit unterschiedlicher Polymere. Es tut, glaube ich, im Endeffekt nichts anderes als da als Auswerten, was du ähm, transpirierst durch den Schweiß, und das wertet das da durch. Genau, ja, das ist das sind ja diese Dinge, wo sie. Da wählen sie ja, glaube ich, auch über das sogar, dass sie Zuckerlevel messen können. Genau, ich ja. ich meine, eine Variante ist das mit der Kontaktlinse mit Tränenflüssigkeit. Mhm. Aber ich glaube, es arbeiten viele darauf hin, das über den Schweiß rauszukriegen. Das ist, ja. ist eine geile Idee, weil ja. gerade über den Schweiß darf ja. sich extrem viel auslöst. Ja. Ähm, ob man man muss ja nur mal, vielleicht, wenn man das nächste Mal mit Männerkrippe oder mit irgendwas im Bett dick drauf achten, wie man stinkt, wenn man krank ist. Oder <laughs> ich, mit, ist, ist halt so, ja. weil, weil ob du jetzt ähm, Antibiotika oder irgendwas nimmst, während du krank bist oder Grippe hast und so weiter und so fort. Dein Körper reagiert auf das. Ja, ja, sicher. Und, ja, ja. Und der, der, den Schweiß, den er abführt, der lässt halt einiges vermuten. Man kann daraus nicht nur, nicht nur außer lesen, was, was derjenige gegessen hat. Man kann sogar den kompletten Gesundheitszustand eigentlich analysieren. Und das mit dem Blutzucker, das ist ja noch eines äh, nächste Level... Wo, wo, was halt gerade für Diabetiker äh, äh, Wäre eine enorme Erleichterung, ja, weil ja, es jetzt mal Finger stechen. Ja, vor allem Adesso, du kannst halt laufend überprüfen und kriegst. kannst stein. dauernd danach kriegen, hey dein Blutzucker ist zu genau. hoch, zu niedrig, du was. Du schon laufende Überwachung. Ja. Also es war gerade in dem Bereich, ja. im Medizinbereich äh, ja, super. Ja, arbeitet ja jeder, der Smartwatch auf dem Markt hat, will ja das haben, weil das ist natürlich das Verkaufsargument für jede Krankenkasse automatisch. Natürlich, natürlich. Weil das ist ein enormes. Also ein Zuckerwert über ja. die, über, über die Fitnessuhr, über die Smartwatch okay. auslesen, das wäre halt schon so, das nächste Leben. nicht nur für die ja. Diabetiker, das, ich, ja. ich brauche hin und wieder auch so meinen Zucker. Das war schon unter Zucker. Ja, ich, ich weiß nicht, bei, bei mir ist so. So, ich habe halt hin und wieder Heißhungerattacken oder sowas. Und, und wer hat die nicht? Okay. <laughs> ich meine, ich, ich, ich bewundere ja nach wie vor noch Leute, die zum Beispiel bei seiner Schokolade, also Rippe abbrechen und die danach wieder zumachen. Ich, ich, ich bewundere die Leute, ja, ich verstehe sie nicht. Ja, ich, ich kann es nicht. Also, wenn ich das aufmache, ist sie die Tafel zusammen und dann ist er ruhig. Also, so Mitte Februar, also vor vier Wochen. <laughs> vor vier Wochen, ja. War ich einkaufen, also Wochen einkaufen gemacht ja. und dann hat es beim Hofer so eine, so eine verpackten schoko Ostereier ja. gegeben mit Marzipan-Füllung und einem Pflaumenfüllungsding sie innen drin. Ja. So ein so Ei hat 100 Gramm. Ja. Das ist, ist so groß wie ein ganz normales Hühnerei, ja. aber eigentlich nur Schokolade und Zucker. Ja, und Pflaumen. Und Pflaumenmus. Mm, Pflaumen. 100 Gramm. 550 Kilokalorien. Ich haben mir das gekauft und gedacht, das später und da haben wir wirklich Essen. Ich habe das Zeug ins Auto gebraucht. Ich <laughs> habe das Wagen zurückgebraucht, habe ins Auto gesetzt, zieht das Ei auf den Beifahrerstuhl. Start das Auto, fahr bei einfahr vor draußen, nimm Ei, es es auf. <laughs> so. Fünf Bissen später war es weg. Die große Reue. Was habe ich getan? <laughs> Ach so, nein. Ähm, nein ich verstehe das mit der Schokolade ja, also. also ich kann es nicht. Also das ist, wenn ich, die, wenn ich da einmal anfange, ist ich sie die Tafel zusammen, davor gebe ich keine Ruhe, das kenne ich nicht. Nein, ich, ich kann es nicht. <laughs> ähm, aber wenn ich so also eine Tafel Rittersport kaufe, das sind 100 Gramm, die, ja, die ist, sie die, die ist sie sofort weg. Ja, gut, das ist aber eine kleine Tafel. Also, hast du mal eine große in Anrufschweck gegessen? Was? Uh, so. die große Rittersport? Das ist Gramm. eine große Rittersport. Es gibt ein Rittersport, das ist ähm, so groß. Also Boah. vier Tafeln. War das ist mein Traum, hier, die würde ich auch zahlen. echt. Kennst du die? Nein, nicht? ich kenne kenn ah, die normale. Ja, das sind die mega, die großen. Äh, nein, die kenne kenn ich gar nicht. Um, also, die normale ist so groß wie. Äh, was ist das? 7 mal 7 cm oder so. ja, was ganz gefährlich ist, Ritter Sport, das, was ich ganz gemacht habe, mit dunkler Schokolade und Marzipan. das ist ja, die rote. Und ähm, dann gibt es noch eine mit dunkler Schokolade und ganzen Nüssen. Ja. Uh, das ist gefährlich. Also, die zwar... Ich frage mich gerade, ob, ob mir nicht zufällig Klone von einer... <laughs> Nein, ich habe gesagt, ich mag, ich mag dunkle Schokolade ja. viel lieber. Also. Ja, ja. Ähm, ist aber auch bei der Lind, also mit d 70, 80 oder 90 Prozent, da ist ja die ganze Tafel zusammen. Also ja, ich also kann es nicht, es geht bei mir nicht. So. Und deshalb werden wir Diabetiker werden? Und das, <laughs> das deswegen braucht man das. Deswegen braucht man ein ähm, Smartwatch-System zum ja, Blutzucker überwachen. Ich hoffe nicht, dass es wäre, aber ja, ich man mein, es ist nicht dienlich, sagen wir mal so. Es ist nicht dienlich, nein. Also ich ich, ich habe auch ja kein Problem damit, solange man es nicht täglich macht. Ja, das ist ja das Querliche. <laughs> <laughs> Na, ich schaue, ich schau, dass ich vielleicht einmal die Woche so einen richtigen Ausfall habe, aber nicht öfter. Ah, das ist bei mir. Also, da habe ich schon, das ist so tägliches Laster, muss ich sagen. Tägliches Laster? Ja. Und dafür halte ich dich ganz gut, also von dem her. Ja, ich schaffe es ganz gut bisher, ja, aber das... Ähm. Aber ich muss dafür sonst... Ich große sagen, Abstriche nein, ich passe sonst auf meine Ernährung schon auf. Also, ah, okay. nichts Frittiertes, nichts Fettiges. also ah, Da ah. bin ich schon noch an... Das hast heißt, du... Du lasst dir quasi einen, einen Platz, du sparst das fettige Zeug ein, um. Ich, ich habe um, einen Vorteil, um, um ich mag zum Glück gar nicht. Ich mag nicht gern. Ah, okay, also, ja. es ist so, mit Pommes, sei wir einfach wurscht. Also, das ist etwas, was ich nicht brauche. So, ich habe schon wieder Hunger. <laughs> Na also, da bin ich sehr. Ja, es klickt halt einfach, dass ja. ich das ausgleichen kann. Aber. Ah. Uh. Gehen wir noch mal hinter zum Internet of Things. Also es ja. ist ja das, wo jetzt das Internet kommt, ja jetzt überall rein. Also, jetzt haben wir es mittlerweile in Kühlschränke, Kims, in Waschmaschinen, in Mikrowellen. in Mikrowellen, in Mixer. Und das ist ja das, da ist jetzt überall gleich meistens ein Intel-Chip oder sowas drinnen. Hm. Intel hat ja auch so kleine Computer ja, oder, sowas. Ja, aber, aber oder aber halt irgendwas ist halt immer drinnen. Ja, aber Intel, was jetzt gar nicht. Allerdings ist jetzt auch die Frage: gibt es da eigentlich mittlerweile so einen Art Software-Standard dafür, der geupdatet wird? Na. Oder? Na. Ähm, weil im Endeffekt, ja, wir sind jetzt eigentlich da, wo wir wahrscheinlich nie hinwollten. Wir sind jetzt. Hardware-technisch da, wo man, wo viele von uns hinwollen, ja. nämlich dass man alle Geräte verbinden, verbinden, können, verbinden können, vernetzen, können. vernetzen ja. können. Wir sind jetzt aus Software-Seiten da, wo wir nie hinwollten, ja. aber gezwungenermaßen kapitalismusgetrieben immer landen, nämlich ja. die Software ist ein Crap. Ja, ähm, ja, es gibt ja ein es, fact, es, 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 es gibt, gibt keinen Standard. Das das ist, gibt also wie, es gibt gar nichts. Es gibt Schon Standard. es ja. gibt bei, bei der, bei der, bei der ähm, Heimvernetzung bei Intelligent Ja, und da, da, da gibt es Standards. Okay, da gibt es HomeKit und von Apple oder Zipi, das, ja. Zipi ja. Und, und keine Ahnung was ja. so da Da gibt es 50 Standards, ja. untereinander teilweise vollkommen inkompatibel. Ja, natürlich, klar, wie immer. Und bei den ganzen äh, Internet of Things Sachen gibt es jede Firma definiert ihren eigenen Standard oder zwei oder drei oder vierer. Ja, das ist und ja Standard an sich, ob jetzt frei oder nicht, war ja nur wurscht, aber die Software hat gehabt. Vor allem, das ist ja das, weil ein Kühlschrank, du kaufst ja keinen Kühlschrank für zwei Jahre, das ist ja kein so ein klassisches das ist, das ist kein Investition, ja, das ist, ka, nix, nix, das ist kein Smartphone, ja, der nein, Kühlschrank muss zehn Jahre mindestens de, halten. Und ja, eigentlich, was du wenn er 15 Jahre haltet, also eigentlich ein Kühlschrank Ja, du musst ihn wegtun, ja. weil Software-Update nicht mehr funktioniert, <laughs> der Kühlschrank nicht mehr kühlt, sondern die ganze Zeit auf ähm, Nein. Backen Oberstufe. Ja. <laughs> Nein, das ist mir ja no wurscht, dass der noch eine gewisse Funktion immer kriegt. Aber ich denke mir ja gerade, das ist ja sicherheitstechnisch, das ist ja, wir begeben uns ja quasi, du setzt jetzt deinen eigenen Virus ins Haus eine. Ja, also. Ich bin doch gespannt auf die ersten ähm, ähm, Malwares, die sich über die Haushaltsgeräte ähm, äh, verbreiten und dann die Hausbesitzer angreifen. Ja, wie ich schon gesagt, ich sehe schon. Das, das, das Lied von Farin Urlaub Dusche, wo er die Rebellion der Haushaltsgegenstände ja. besingt, ähm, wird immer mehr Wahrheit. Stimmt. Und wo man dann noch singt, die Dusche ist mein einziger Freund. Ja. Also, ich folgt ja jetzt schon regelmäßig über unseren Staubsauger-Roboter. Also, <laughs> in dem drei ist noch nicht so, dass das es absichtlich macht, aber wer weiß. <laughs> du hast einen Staubsaugerroboter. Ja, klar. Hast du eine Wohnung? Nee, Nein, du hast Haus. Aber wie ist das? Weil er kann nicht über Stöcke sich bewegen, oder? Wir stellen dann, wenn man, also er fährt hauptsächlich Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Also, im, da, fährt, aber, da ist er programmiert und fährt Aber du hast ja bei seiner so, so Tür hast du ja meistens auch so einen Niveauunterschied, oder? Ja, ist bei uns nicht. Ah, okay. No, nachher... und kleine Stufe somit ein, zwar 1,5 cm schafft er. Okay, die frießt also alles. Du, da fährt ja. er drüber. Aha, okay. Ja. Ähm, und ähm, wenn man jetzt mal woanders fahren lassen will, ein Schlafzimmer oder, oder bei mir im Büro ja. oder sowas, stell ihn auf, wir schalten ein und da fährt. Okay. Also äh, ich ich sag's, also ich sag's wie es ist. Äh, wir haben uns damals nicht gedacht, dass das Gerät so verdammte Erleichterung im Haushalt ist. Okay weil man muss nur eine schauen hinten ist Staubfach, das staubfachel der macht seine arbeit okay der fährt und ja ist staub drin ist dreck drin er ist voll ja ja na, das ja es ist, 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 ist ein geiles gerät es, gut es war nicht günstig es hat bei die 400, 500 euro gekostet aber ja gut das kostet gut der staubsauger kostet mehr ja und der ist mit arbeit verbunden ja das ist immer Staubsauger ist immer äh, mit arbeit verbunden man, man, das Staubsaugen fällt nicht weg. Man muss es ja trotzdem ja. machen. Äh, vor allem im Sofa oder 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 kleine nicht hinkommt. Ja. Aber man muss es nicht mehr so oft machen. Man muss nicht mehr einmal die Wochen das komplette Haus durchsaugen. Okay. Fangt man dann auch so an, das Ding irgendwie wie ein Hund in seinen Alltag zu integrieren, dass man sagt: Ja, komm her, komm her. Na, das nicht. Aber wir haben, wir haben also er hat einen Namen gekriegt. <laughs> okay, ja. den, den sage ich dir jetzt nicht, weil es vielleicht ja, es ist nicht politisch korrekt. <laughs> oh, okay, gleich so wärst. <laughs> Na, be ja. be benannt noch einer mexikanischen Haushaltshilfe. Eieiei, ja ja, okay, das ist politisch ai, sehr ai, inkorrekt, ai, ai, ai. das muss ich jetzt sagen ja. Hast du wahrscheinlich hast du von Family Guy abgeschaut, oder? Äh, nein, ja, okay. Aber ja, es ist, es ist egal. Aber man, man fängt schon irgendwie an, in ein bisschen in den Alltag zu integrieren. Zum Beispiel, ah, warum ist der blöde Staubsauger heute nicht gefahren? Ja. Warum steht der im Weg und so weiter und so fort? Ja, ja na, okay, das denke ich Wahrscheinlich sitzt er irgendwann auf der Hund. Couch, so wie ein Hund. Und ja, wahrscheinlich. Schalten, schau gerade bei TV. <laughs> wahrscheinlich die Serie bei Netflix. Das kann passieren, wenn keine Updates kommen, ja. Ja, ne, und das mache ich damit, weil jetzt hast du so ein Gerät. Es ist halt, das ist wie immer, weil bei Technik, die ist irgendwann, ist die einfach zum Wegschmeißen, weil du halt kein Update mehr kriegst. Das das gut. Beim Kühlschrank finde ich es jetzt nicht so problematisch, solange seine Funktion nämlich das Kühlen äh, Ja, aber wenn ein wenn, wenn, wenn der ne im Netz hängt und von außen manipulierbar ist, ist dann, yeah. weil vor allem über den Kühlschrank bin ich im Netzwerk. Das ist nicht gut. Ich, ich sehe das bei, bei den IoT-Sachen. Ja. Sie jetzt quasi das Android-Problem auf uns zukommen, nämlich du hast. Aber Millionen an Devices, ja. die alle keine gepflegten Update-Repositories haben oder, oder einfach keine Updates kriegen. Na, ich ich meine, der Kühlschrank müsste eigentlich 15 Jahre lang Updates mindestens kriegen. Mindestens. Also die, die Frage, die sich mir stellt, warum? Vielleicht habe ich den, den Funktionsumfang der Kühlschränke... Mit IoT nicht ganz verstanden, aber warum muss denn ins WLAN oder ins Netzwerk? Was ja, sagen wir ja? so: Du könntest ja, was es ja gibt, du kannst ja Webcams reinhängen. Das heißt, du kannst jetzt gewisse Fächer durchschauen, ob was da ist, wenn du im Supermarkt zum Beispiel ist. Die Milch da oder habe die schon ist? Die leer er kann da ja dann über Gewicht, nee, aber wenn die Milch in der Tetra-Packung ist, dann kann ich auch nicht Nein, sagen, aber wenn keine Tetra-Packung mehr drinnen ist, dann sieg es ja oder du hast Gewichtssensoren Ge dann. geht ja auch schon. Das sagst okay, du, okay, du merkst jetzt wie schwer die ist oder. Ähm, das heißt über so eine, das ist ja wieder praktisch. Da das nimmt ja keinen weg, also weil der erste, was er wahrscheinlich nutzen wird sogar. Ja, ja, gut, stimmt. Das ist halt, ja ja es ist halt lebensnotwendig, aber Nein, was, was ist lebensnotwendig? Das ist so wahrscheinlich, wenn wir auf das gehen nachher Ja, nachher müsste man viel weg tun wieder. Dann tut man viel weg, aber werden wir nicht mal machen? Also wir wären ja. also wir wären in dieser Zeit kommen, wo jedes Gerät vernetzt ist. Ja, das, da, da das, das auf alle Fälle. Also wenn man nicht sogar dahin gehen, dass sogar irgendwelche <laughs> IKEA Regale im WLAN drin hängen. Ja, sicher. Und nachher, na, ja, lustig zumindest werden. Ja. Es ist, es wird so sein wie bei den Smartphones, die Update Problematik wird allen wurscht sein und fertig. Ja, ich vermute auch, ich meine, das. Ähm, was Krebers wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir, wir laufen mit Millionen an, an Sicherheitslücken durch die Gegend tagtäglich und es ist auch noch nie was Krebers passiert mit den Smartphones. Also von dem her. Nein, vielleicht ich, wissen vielleicht Vielleicht, vielleicht, vielleicht mach, mach, machen sich das die Hardware-Hersteller einfach nur so, wir setzen es aus, wird schon nichts passieren. <laughs> ja, wahrscheinlich. Das, ja. das ist der Weg zum Erfolg. Ja, ist, ist, ist es wahrscheinlich, ja. Keine aber ja, traurig eigentlich. Also weil, da, weil man könnte ja recht leicht gegensteuern eigentlich da. Ja. Man könnte gegensteuern, es kostet halt Geld. Ja, es ist meistens ähm, so. Software pflegen ist teuer. Software pflegen ist teuer, ja, das stimmt. Aber hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn sie gepflegt ist. <laughs> Voll mal für Nutzer. Ja. Ja. Aber es, es, Hardware in Kombination mit Software ist ein leidiges Thema. Das leider, es kennen nicht viele Firmen. Also ja. Ähm, und ja, wir werden wahrscheinlich wohl... Also in Zukunft werden wir halt uns darauf einstellen, wir müssen Kühlschränke werden zum Wegwerfprodukt da werden. Ja. Ja. Da Krasche Schaden oder der der, was am meisten Probleme damit hat, ist die Umwelt, wie, wie, immer, wie immer halt in unserer, in unserer Welt. Und uh, die ist uns eher am wenigsten wurscht und von dem her ist es ja egal. Ja ja eher so, aber wir werden und, es drauf. Und die Kinder in Afrika auf dem Müll halten, die Le Elektronik wieder aus aus löten und und, Ach so, ja, ja, und, das ist und aufbereiten und so weiter, ist ja wurscht, weil ja das sehen wir ja das, nicht. Ist, da, das geht ein Europäer nichts Nein auf. nein das ist nicht unser Problem. Nur die Südafrika, Afrika, ja ja weit <laughs> weg. Da muss man nicht sehen, passiert nicht. Richtig. Oder wo, wovon man nichts wissen, ist nie passiert. Gell? Ja. Ähm, Software. Software. Software, ja, Software ist immer... Software kann man auch ein bisschen austricksen. Sagt man halt. Und ähm, jetzt kennen wir immer mehr die Elektroautos und, und... Jetzt haben wir nicht nur die Elektroautos, sondern auch die... Äh, Luxusautos von Audi, ähm, BMW, VW haben so eine Funktionen drin wie ein Spurhalteassistenten. Das Auto bleibt einfach, wenn man jetzt ein bisschen müde ist oder so, haltet halt die Software das Auto in der Spur. Ja. Ähm, Gibt es noch so ein paar Bremsassistenten, die schon bevor du überhaupt reagieren kannst, dein Auto bremsen, wenn dein Vordermann bremst? Das ist auch ein cooles System. Äh, Freue mich, warum das so lange gedauert hat, dass es das jetzt erst noch und noch in die Autos geht. Ja. Und dann gibt es die Straßenschilderkennung. Das ist, ähm, haben manche Navis, manche Alt die Autos in Kombination mit Navis, weil man sagt, ist Navi und Öh, du fahrst. Das, das habe ich auch in mein, ähm, Du fährst zu schnell. Das muss ich auch sagen, hat aber auch einen richtig gravierenden Nachteil. Du gewöhnst die echt brutal das schnell. War, ja. ähm, auf der Autobahn, da äh, bin ich mich <laughs> immer wieder, wenn das einmal nicht funktioniert, dass das ich nicht mehr weiß, wie schnell ich fahren darf. Das passiert mir so schon, aber auch. Also. Aber das, das macht es echt noch schlimmer, ja. weil da denke ich mir, boah, da war jetzt 130 oder ist 100. Ja. Nein, ich kenne das, kenn das Problem, ähm, wenn ich in einer Gegend bin, wo ich mir nicht äh, sicher bin, was so für eine Geschwindigkeit ist, schalte ich mein Navi ein, weil da die Geschwindigkeiten eingespeichert sind. Okay, <laughs> ja. Für, ich, für die Abschnitte halt. Ne, das teilweise. ist eben, das ist leider bei meinen Navi nicht. das. Also ich habe es nur über die, die Dorfleben, was ja, schaut okay. ist, weil dann war es ein bisschen leichter, aber. Und teilweise sagt man natürlich, mein Kind ist eh selten vor er kann die Zusatztafeln alle lesen. Ich weiß nicht, wie er schafft, aber er schafft es. Ja. Ähm, dass, wenn zum Beispiel da bei Nebel oder sowas 100, dann sagt er halt ganz selten einmal anders gleich 100 vorne. Okay. Ja. Ja, cool. Aber es ist, ist lustig. Ja? Es ist lustig. Und weil du so ein äh. Auto hast mit so einem klugen System, äh. musst du aufpassen in Zukunft. Ja, ich mal aufpassen. Weil ähm, Forscher haben jetzt ähm, ein bisschen umgespült mit der. Mit der Software, die die ähm, Schilder auswertet. Es ist ja nichts anderes wie eine Mustererkennung. Die, so die Software kriegt ein Foto präsentiert und eine Mustererkennung läuft drüber und versucht zu analysieren, was steht jetzt auf dem Schild. Ja. Ähm, ist jetzt für Software nicht so leicht wie für uns Menschen, weil wir schauen auf sehen 100 mit einem roten Rahmen draußen äh, rundum Das heißt, war recht nicht schneller wie 100 fahren. Für die Software ist das nicht ganz so einfach. Leicht, ja, ja. De, da, läuft, da läuft ein bisschen mehr drüber. Jedenfalls haben Forscher jetzt angefangen. Ähm, die haben jetzt der Software manipulierte Bilder vorgespült Und die Software hat die als richtige Straßenschilder also hat gedacht, es liest jetzt richtiges Straßenschild ein, nur auf den manipulierten Bildern sind quasi andere Informationen kodiert gewesen. Da ist jetzt ein Bild, wo irgendein Muster drauf ist, irgend, irgendein Muster drauf ist und, das, und nicht dediziert Stopp drauf steht, aber die Software hat interpretiert, okay, da steht Stopp drauf. Also ja. müssen, muss das Auto stehen bleiben? Ähm, sie haben auch. Kentucky Fried Chicken Logo ähm, so weit optimiert, ähm, dass die Software in Kernel als Stoppschild interpretiert hat. In Kernel als Stoppschild oder, ja. oder interpretiert halt als Straßenzeichen. Und dasselbe ist passiert mit McDonalds mit, mit Logo oder mit einem Straßenschilder, die ein bisschen zu schräg montiert ja. sind, also ein schräges ähm, Überholverbot ist als Tempo 60 interpretiert okay. worden und so weiter und so fort. Also, da gibt es ein paar so Kleinigkeiten, mit denen man vielleicht aufpassen sollte, ob in Zukunft nicht ein bisschen Schindluder getrieben wird. Ich <laughs> könnte mir vorstellen, dass da ein paar so lose Künstlergruppierungen <laughs> da vielleicht ähm, auf Autobahnen Schilder platzieren, dass die Autos nur noch Tempo 20 fahren oder Überholverbot fahren und so weiter und so fort. War ja eigentlich auch eine lustige Idee, um das leidige Verkehrsproblem im Intel zu reglementieren mit einem. Igl 100. Man macht einfach einen manipulierten Schilder und der Autos von sowieso 20 20. fertig. <laughs> ja, dann war das Problem weg. Kufstein Innsbruck vier Stunden. Ja, wer braucht, wer Zeit hat, hat Zeit. Ach, wer haben wer will wir schon noch Innsbruck? Ich nicht. Also ich fahre nicht noch Innsbruck jetzt. <laughs> Na jedenfalls. Ja. Ähm, äh, den Artikel verlinkt mal, lest euch es durch. Ist Originalpaper von den Forschern. Ist auf Englisch. Ist äh, bisschen wer verdammt detailliert ist natürlich auch ein Paper also yeah. er sehr detailliert drauf eingegangen ist aber jetzt nicht unlesbar also ich bin es einmal überflogen es ist jetzt es ist eigentlich alles ja relativ verständlich wenn man sich zumindest ein bisschen mit der Materie befasst ah jetzt habe ich mir einen Browser zu <laughs> jetzt, jetzt ist er weg wenigstens ist nur der Browser und nicht die Aufnahme okay na, also schau euch das an, es ist ziemlich lustig das mit der ja. Schiller. Ähm, bin aber gespannt, wie weit das noch führt, weil es gibt ja den Fall von ähm, von der, vom Spurhalteassistenten, wo der Tesla nur noch im Kreis gefahren ist, oder? <laughs> ja, es gibt bei Tesla vor ähm, die Geschichte ist aber auch brutal lang, weil ich glaube, Mobileye hat ja die erste Version dieses, dieses Autopiloten für sich gemacht, glaube glaub ich. ich. Und ich glaube, Tesla hat das ja wirklich so verkauft, dass das die Geschichte war, so also, das Ding kann selber fahren und Mobile hat gesagt, na das ist gar nicht für das bereit, das yeah. ist viel zu früh noch. Yeah, und ähm, da hat der Tesla, ja, wie gesagt, Tesla hat halt da ähm, diese extreme Follower-Anhängerschaft, du darfst ja Tesla, glaube ich, in keiner Form kritisieren, weil da wärst ja, da wärst ja quasi in den Pranger gestellt dann. Ja. Weil, also. mein, man darf keine Fakten darlegen na das darfst du bitte nicht also bei Tesla bitte nicht sagen. man darf nicht sagen ach, da kennt vielleicht was nicht so richtig funktionieren. na die Anhänger da gleich wieder ja ja genau das ist das einmal wieder vom dem, was kürzlich war oder vor zwei Wochen vor oder vor zwei Wochen das ja, ist postfaktische genau. ja genau ähm, ja dann gehen wir weiter und zwar wenn ich, mein, ich habe jetzt etwas das ist schon eine relativ alte App ich glaube die gibt es live für Android Nennt sich Pathguide von Microsoft ähm, und ist das, wie man Indoor Navigation lösen könnte und zwar über Crowd. Also, das heißt, nehmen wir einfach ein Krankenhaus her und ich muss jetzt zum Beispiel in die Nuklearmedizin. Jetzt frage ich einmal nach dem Weg und jetzt nimmt nehm, ich einmal die App in die Hand und wird einmal durch das Krankenhaus durchgehen. Kann er noch so Notizen dazu machen. Jetzt, was was ich, da siehst du jetzt so und so eine Tafel und jetzt musst du rechts abbiegen. Mhm. Und das zeichnet das als auf und im Endeffekt hast du dann so eine Anleitung, wie du wohin kommst. Und wenn es der Clemens als Beispiel ins Krankenhaus geht und sagt, oh, ich muss ein, in Nuklearmedizin, kann ich da reinschauen und dann gibt es da vor, wie du gehen musst. Das heißt, das ist eigentlich wie, also wie das beim Telefon ein bisschen ansagen wird. Mhm. Also, also allein hast du halt da ein bisschen anders drin. Klingt interessant. Äh, ich habe es einmal ausprobiert, auf, ist recht spannend, also auf ich habe es jetzt natürlich keinen realen Einsatzzweck dafür gehabt, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das in komplizierte Gebäude durchaus so ablaufen könnte. Ich meine, jetzt ist natürlich nur die Frage: Jetzt kommt Augmented Reality natürlich auch noch ins Spiel, was man damit noch machen könnte. Aber was spricht eigentlich dagegen, statt ähm, in die App zu schauen, einfach jemanden zu fragen? Ja, teilweise wissen sie ja die auch nicht. Ah, ja, stimmt. Ja, vor allem ich mein, gehen wir von riesigen Gebäuden aus, wo du teilweise nicht einmal fragen kannst, weil einfach keiner da ist im Moment. Zombie-Apokalypse. Naja, ich meine, AKH Wien. Ja, das muss ist scheinbar eh so voll, dass die Betten am Gang stehen, haben sie gesagt. Ja, eh, aber da muss schon mal das Bett erst finden. Ach so, okay. das Na, ähm, Ja. Na, na, warum nicht? Na, ich, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen, für zum Beispiel so, ähm, was jetzt vielleicht nicht so da hundertprozentig passende Anwendungszweck war, zum Beispiel eine große Messe oder sowas. Zum genau, war ja das Gleiche. Wo ist der vor, vor allem, das ist genau das, wo man wirklich sagt: ähm, beim Messen gibt es ja kein Leitsystem ja meistens. Nein, so. Da gibt es einen Stand E237. Ja, der ist in Halle B1. Ja. 2A genau, Seite. also da sind so eine Sachen dann natürlich ja, praktisch. Mhm. Ja, na, das, 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 ist gut. Jetzt habe ich wieder vergessen, Sendungsnotizen machen. Ei, ja das ist wieder Arbeit noch. Aber na ja. ähm, ist aber, wie gesagt, der Artikel ist von letztes Jahr im Juni, glaube ich. Also ist schon relativ alt, aber ja. ich habe es noch in meiner Liste drin gehabt, habe ich gedacht, okay. Muss auch noch aufgewurstet werden. Passt. Und das war mal was Positives von Microsoft auch hat. Ja, es ist nicht alles schlecht, was Microsoft macht. Nein, das habe auch, das passt jetzt einmal, das muss jetzt einmal von Senna haben. mir fällt jetzt nichts ein, was sie gut gemacht haben. wohl der Xbox 360 Controller, der ist fein, ja. <laughs> Und der ja. Xbox One Controller ist auch fein. Ja, weil das genau gleich ist. Naja, gleich, ähnlich, ähm, Was Microsoft auch gern machen würde und was sie in der Arbeit sein hat aber nichts jetzt mit dem Zimmer zu tun, aber es ist halt eine gute Überleitung. <laughs> VR, ja. Ähm, golem ist ein cooler, äh Golem, auf Golem.de ist ein cooler Test äh, von HP gibt es äh, so ein quasi so ein mobilen PC, den man sich, äh, ja, mobiler PC, also jetzt es nicht verwechseln mit einem Notebook, sondern es ist schon ähm, eine satte PC Hardware dem man sich auf den Rücken schnallt mit einem Battery Pack und sei VR Brille ähm, noch noch dran knabbert und dann mit PC und VR Brille das Haus verlassen kann und quasi ja mit PC am Rücken VR Brille am Schädel und Akku Pack am Rücken kann man das Haus verlassen und seine VR Spiele draußen spielen mir fällt jetzt bei dem Konzept immer noch da Anwendungsvoll, aber ja jedenfalls, haben sie das jetzt einmal durchgetestet und sind so ein bisschen zum Schluss kommen. Es ist zwar irgendwie eine ganz witzige Idee, aber die ganzen der ganze Kabelsalat nervt ein bisschen. <laughs> und die Akkulaufzeit ist auch nicht so satt. Mm. Wart man noch ein bisschen ob Oder wartet es noch ein bisschen ab, ist euch sowas kauft. <laughs> ähm, zum Thema Akkulaufzeit. Da ist quasi PC-Hardware verbaut, was ich, was, ich da jetzt, was ich da unlängst gelesen habe. Äh, Gott, ich, 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 ich vergiss von einmal auf den anderen immer, was da drin ist. Ja, es ist quasi PC-Hardware verbaut. Das heißt, ein potenter Prozessor, potente Grafikkarten, muss man mindestens mit knapp 250 Watt. Äh, ja, Stromaufnahme rechnen yeah. für 250 Watt Stromaufnahme in einer Stunde oder über eine Stunde braucht man schon einmal ein sattes Backel Batterien. Ja, und ja, da fangen die Probleme halt schon einmal an. Also, das ist der Ausflug ins Freie dauert nicht sonderlich lang. <laughs> und wenn er dann auch noch mit, ähm, wenn da noch die Kabel im Weg sind, ja, ist halt auch ein bisschen komisch. Ja, das ist dafür, dass, ja. das, dafür, dass das ganze Packel ähm, knapp ähm, 3300 Euro kostet. Eher, es ist halt ein cooles Experiment. Man, ich ich nehme das HP überhaupt nicht übel. Wenigstens trauen sie sich einmal was und probieren einmal was. Eh, das schon. Aber das glaube ich ist zu weit. Aber das ist am Anwendungszweck Ort. vorbei. Also, das ist das ist, das ist das ist zu wenig nutzerfreundlich. Also, für AR kann ich, da, kann ich mir das so super vorstellen. Ja, weil dann glaub... wird ja. In die reale Welt, die du siehst, was eingeblendet, aber in VR versteht. Aber Da, da finde ich es noch immer besser, dass das über Smartphone irgendwie läuft, weil ja. die Leistung oder ist über, Brille. Ja. ja, eben, dass das Smartphone das die Smartphone Leistung an die Brille, Brille liefert ja. und also das ist einfach, das ist zu weit weg. Also es gibt da auch noch das Windows Mixed ja. Reality, das ist eben so eine AR-Sache, ja. was sich dadurch auch ähm, lösen oder was man dadurch auch machen könnte, nur ja. Die Frage ist, ja, soll sich das irgendwie Ich glaube, das ist ein, es ist eine nette Spielerei einmal. Es ist eine coole Idee, ja. ja. Aber ich glaube, das braucht einfach Also, ich glaube, die Lösung ist sicher, dass du Mursch AR übers Handy irgendwie auf der Brille kriegen. Ja, weil einfach das Handy viel weiter verbreitet ist als so eine Kiste. Ähm, ich habe jetzt die, die Hardware Details gefunden. Also drin ist äh, ein Core i7 7820 HK. Ich glaube, das ist ein mobile CPU 7820 HK. Achso, na, das ist äh, ein Vierkerner mit 45 Watt TDP. Ja. Aber als Grafikkarten ist verbaut. Äh, GTX 1080, der hat Abwärme von 100 äh, knapp 180 Watt. also ja. 45 plus 180 plus die restliche ja. Peripherie. Ja, man auch immer noch genug gemacht. 250 Watt ja, ja also. also na, das ist einfach. Ja, das vor allem du da halt wirklich einen High-End-Rechner mit dir im Rücken. Ja, ja, das ja, vor allem leicht lasse, ich das nicht sein. <laughs> Ähm, ist Gewicht, ist, glaube ich, nicht einmal so schlimm, das sollte mal 4-5 Kilo sein. Also das gänge, das ginge eigentlich noch. Äh, aber glaube, ohne Akku. Ja, ja eben der Kimpiano. Der, auch noch. der auch noch dazu, ja. Ja, es ist ein cooles Experiment. Also wenigstens traut man sich, aber was, ein großer Verkaufsschlager wird es halt sicher nicht werden. Ja, ah, jetzt ist der Preis schon zu hoch. Ähm, der Rucksack wiegt zum PC, tragisch und eingesteckten Akku etwas mehr als vier Kilogramm. Okay, ist gar nicht so schlimm. Ja, aber trage mal Der, vier, B, der PC 2 Kilo und der Akku zwei. Kilo. Trage mal wirklich vier Kilo mit dir die ganze Zeit, um, weil das ist halt schon. Ja und und ähm, VR-Spielen schaut jetzt in geschlossenen Räumen schon merkwürdig aus, wenn, wenn ja, dir jemand mit also, dem Kopf umhampelt. Ja, ich ich, fre also, ich freue mich, wenn ich endlich im Nachbargarten jemand einmal nachher das so um, ja, vor allem so um stolpern Sieg und nachher irgendwann schreien her, weil er, weil er sich ein Schimpan irgendwo angehauen hat. Ja, oder in, 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 in Rechen eine in <laughs> Das stelle ich mir echt gut vor. Ja, oder? genau so, wo immer Dusch. Ja. ja, aber ihr könnt es euch so mal anschauen. Also, ich werde Produktvideo und den Artikel verlinken. Könnt ihr könnt es euch mal anschauen, wie, 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 wie das ausschaut. Wer weiß, äh. es wird sicher nicht der letzte Streich gewesen sein in die Richtung. Also ich bin mir sicher, da wird noch was kommen. Da wird sicherlich viel mhm. experimentiert, aber ich glaube, dass das Mittel zum Erfolg über Smartphone führt. Weil ich glaube, sonst wäre es einfach schwer, diese kritische Masse. Man Mas hat eigentlich einen relativ leistungsfähigen Computer immer mit dabei. Ja. Erstens das, zweitens es ist einfach für die meisten Leute viel einfacher, das Handy zu bedienen. Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, wo jetzt schon Mittelklasse Smartphones von der Prozessorleistung her sein, dann ist ja nur mal eine Frage der Zeit, bis das in die unterste Kategorie reinrutscht und dann auf einmal kann jedes Gerät. Ja. Und dann bist du natürlich da, dass also gerade so, für AR, glaube ja. ich, wird sich das sogar schon aus. Ja. Wollen. Also wird das auch eher so in die Richtung gehen, ja. Also das, ich vermute stark. Also, ich meine, es wird sicher noch ein paar Jährchen dauern. Aber es wird doch sicherlich über den Weg was kommen, weil das andere. Ich meine, sagen wir so, für mich war das selbst, also mir hat jetzt VR oder AR noch nicht dazu bewegt, mal so einen leistungsstarken Rechner, einen Windows-Rechner in der Einfall zu kaufen, wo ich das nutzen kann. Ich würde es tun, ich will es mir einfach nur nicht leisten im Moment. Erstens das haben wir in der vorletzten Sendung besprochen, dass alles verdammt ja. teuer ist im Moment, die, die Hardware. Erstens das und zweitens, sich bietet durch die paar Stunden. Ich meine, lass es eine Woche sein, was damit mit Spaß hast, wirklich. wer du eh nicht haben. Also ich habe doch schon gegenteiliges Karten. Das werde zwar nicht jeden Tag verwendet, aber ja. sicher hat zwei, dreimal die Woche. Echt das? Bei da Bekannten von mir, ja. Okay, das, ich kann mir bei mir, glaube ich. zweimal die Wochen schon einmal. Also ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, auch, dass ich das so häufig nutzen wird. Ich glaube, für mir war das der Einstieg, wieder mehr zu spielen. Ich glaube, nein, ich sag so, ich brauche einmal. Mir fällt ja das schon in letzter Zeit. Ich hätte gerne mal ein PC-Spiel oder ein Konsolenspiel mit geiler Story endlich wieder. Ich möchte mal ein cooles Spiel wieder haben. Ja. Also ich meine, ich freue mich jetzt auf Sea of Thieves, was im März kommt. Das freue ich mich schon lang. Aber das ist halt auch, da ja, Das müsste eigentlich hier schon draußen sein, oder? Nein, ich glaube, es braucht noch ein bisschen. Woche? 15. März oder sowas. Ach so. Ja. Ach so in einer Woche, okay. In einer Woche soll es sein, ja. Also... Ich meine, es ist halt so, da ist halt wirklich, da steht da die Community halt wieder im Hintergrund. Du brauchst halt dann eine Leid, mit dem du spielen kannst, weil sonst ist der halbe Spaß halt weg. Ja. Und da fangst halt an und ich hätte halt gerne wieder mal ein schönes Solo-Game, wo ich sage, die Story ist gut, es macht Spaß, fertig. Und wenn es in VR ist, soll mal recht sein. Ja. Also, aber leider sind wir da wahrscheinlich noch gerade ein bisschen entfernt davon. Wird sein, ja. Also, ja, aber ich mein, wer es, wo wir in fünf Jahren sind. Ja, eh in fünf Jahren ist wahrscheinlich VR und AR ist schon wieder langweilig. Na, langweilig wird es nicht sein, aber ich glaube, dann hat es einen Massenmarkt durchdrungen. Ja, ich hoffe, also das könnte schon... Also AR auf alle Fälle, VR ist auch davon auszugehen. Ja, also es macht schon. Wenn sie Massenmarkt noch durchdrungen haben, dann werden, die, dann werden die Brillen so leicht sein, Hoffmann. dass es auf dem Kopf nicht mehr nervt. Ja. Von den Displays her so gut, dass man nicht mehr großartig mit einem Pixelraster zu kämpfen ja. hat. Und von der Verkabelung so reduziert, dass man sagt, man hat wirklich nur noch ein Stromkabel, wenn überhaupt, und die Daten werden über Funk übertragen. Also ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren hat das den Massenmarkt schon durchdrungen. Obwohl ja. mit meiner mit meiner Vermutung bin ich ein bisschen meistens daneben gelegen. Ich habe 2007 den Untergang von Facebook herbeigeschrieben. Okay. Nein, nicht von 2007, 2010. Jetzt acht Jahre später ist es immer noch da. Also. Ja. Äh, puh, bin ich müde. <laughs> Hat mir, glaube ich, gerade das Sandmännchen was ins Auge gestreut. Na, wir sind beim nächsten Thema. Hui, Bose ersetzt das Sandmännchen. Oh Gott, die Überleitung war jetzt schlecht. Macht nichts. Besser eine schlechte Überleitung als gar keine. Ja. Ähm, na, und zwar ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, und zwar: Bose hat mal auf Indiegogo eine Sleep-Buds rausgebracht. Also, das heißt, es sind wirklich so in ihr kopfhörer Ich brauche sowas. Um, und die ermöglichen dir durch spezielle Töne, Musik etc., dass du gut einschlafen kannst und keine Nebengeräusche hörst. Also das heißt, dass du kein Motorenlärm hörst oder irgend sowas. Also es soll wirklich in die Richtung also gehen. So wie Europax. Ja, lei halt eben mit Sound kombiniert. Mhm. Also das heißt... Um, das heißt, du kannst ja, glaube ich, dann in diese Kopfhörer deinen Alarm abgehen lassen, dass Leidus herrscht und nicht jeder, der was mit dir im gleichen Raum ist. Ach, das war was für meine Freundin. Mhm. Warum steht die so spät auf oder so früh? Na, aber hin und wieder stellt sie halt einen Wecker vor mir und ich hätte eigentlich noch ein bisschen zum Schlafen. Okay, nein. Ähm, und ja, also, es ist eh ausverkauft, also kriegst du eh den nicht mehr. Oh. War einmal so, kann man sagen, so ein Open-Innovation-Ansatz von. Bose, wo sie auch gesagt haben, wir schauen einmal und suchen halt einmal so Tester dafür das Gerät. Aber scheint einen ziemlichen Anklang gefunden zu haben. Okay, dann bleibt nur zu hoffen, dass es das aussagt. Okay. Ähm, kann man jetzt mit einem Smartphone kuppeln, sodass man sich zum Beispiel so einen Podcast vorspielen lassen kann oder sowas? Ich, ich weiß es nicht, ob, ich, ich glaube, dass du Musik auch darüber hören ja. kannst. Ich glaube, zum Einschlafen weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Also da geht es, glaube ich, jetzt eher so wirklich um. Wissenschaftlich nachgewiesene Sounds, die dir das Einschlafen erleichtern. Also, das heißt, ja. was mir das Einschlafen erleichtert, sind Podcasts. Ich würde Techtel Mechtel empfehlen, da schlafst immer ein. Immer. <laughs> da schlaft man schon beim Moderieren ein. Ja. <laughs> Na, weil, weil ich auch ich, ich eigentlich gern ähm, Podcasts zum Einschlafen Also, es gibt <laughs> da den Einschlafen-Podcast, der ja. ist eigentlich nur zum Einschlafen gedacht. Was, was erzählen die da? Es ist der Er, das ist der Tobi Bayer, der erzählt auf irgendwas, der was von seinem Alltag oder was ihn gerade bewegt und nachher liest er vielleicht noch irgendeine eine Märchen oder Geschichten vor und fertig. Der Einschlafen-Podcast? Einschlafen-Podcast, ähm, misse, verlinke ich, also ist is, is cool. Was ich aber, aber noch hin und wieder anhört, sind so wissenschaftliche Podcasts, weil bilde mir halt ein, ich merke mir halt ein bisschen was, bis ich dann wegschlafe. Okay. Und mein Problem an der ganzen Sache ist, ich hoch das mit Kabelkopfhörer, weil Bluetooth habe ich mir jetzt noch nicht so recht getraut, weil ich verliere gar im Bett. Und mit den Kabelkopfhörern, da habe ich halt auch einen Nachteil, ähm, mit den In-Ears, ähm, irgendwann werde ich mich mit der Kabel erdrosseln. Ja, das ist, ähm, das haben wir eh schon mal gehabt, das Thema mit den Kopfhörern. Weil die Wochen da früher auf und das Kabel liegt mir eng um ein Holz. Um ich weiß <laughs> ich Hat mein Liebster versucht, mir da auf noch die Luft abzuraten? Nein, ah, es war der Staubsaugerroboter oder der Staubsauger-Roboter, der mir da das Leben <laughs> zur Hölle machen will. Oder ist es einfach nur pure Dummheit, dass ich mir doch versehentlich mit meinen Kopfhörer erdrossel? Also, ja, schlimm. Und deswegen waren seine, gerade seine kleinen ähm, Earbuds richtig cool. Und den, was ich fürs Fitnessstudio verwendet, den Bluetooth-Kopfhörer, wären nicht so schlecht, aber ich habe schon gemerkt, wenn ich auf der Seite liege, im Bett sind die verdammt unbequem. Also ja, halt das doch ist. Ein Akku-Back haben und relativ ja, groß sind. Und wenn ich ich, ich mir, tue mir auch schwer. Seitlich liegt dann Druck. Ich tue mir schwer mit in ihr Kopfhörer. Ich, mir passen komischerweise die von Apple, was sie bei jedem iPhone beilegen, die passen mir recht gut. Die, da ja, habe ich. Dem 499 na, na, die, 4,99. Nein, nein. Billigen. 4,99? Sind die nicht zu günstig? Von Apple ist irgendwas günstig. Seit wann? Oder sind das die In-Ears? Nein, ich glaube, die normalen, die nicht In-Ears, kosten 4,99. Habe ich hätte mal zufällig ein uh, Angebot gesehen, wo man die noch kaufen kann. Na, warte mal, Earpods. Original Earpods. Oh, die sind ja wirklich günstig. 10 ja, Euro. 10 Euro ja. Na, warte mal, das werden die Originalen sein. Ja, mm. äh, ja, mit Lightning natürlich, jetzt mit Lightning sind sie schon wieder anders. Ja, so, ja, ja, okay. Ja, da sind sie bei 21. Nein, nein, ich habe mal die Klinken, also die, na, die, die na. mit, also damals als Apple noch Klinken äh, na Klinken hat. Nein, Klinkhäffe, Apple das waren nur Zeiten. ich meine so ich meine, gut, ich verstehe es, warum es mittlerweile wegfällt. Also, es ist nicht so, dass ich, mein, ich war nicht von Anfang an. So, Entschuldigung, das waren die Apple ja. iPod-Kopfhörer so. mit Fernbedienung und Mikrofon. Ja, ja. Die, die waren grausam, die waren echt schlimm die für kosten die Ja, die waren schlimm für die Ohren. Ah, okay. Also, die, mir passen die AirPods, äh, die, Earpods, die, Earpods. die EarPods. Also, äh, passen wir die AirPods, also auch. Ähm, aber das ist so, wenn ich verstehe, warum die Klinke stirbt. Also, sie macht ja keinen Sinn unbedingt mehr. 15 Euro kosten so. Ja die in ihr Headphones mit Fernbedienung Mikrofon. Also doch da Klinke. Das das also ich verstehe, warum der Anschluss wegfällt, also ja. das, der Klinkenstecker beim Smartphone. Wie gesagt, ich brauche eigentlich nur noch um am Abend mich mit dem Kopfhörerkabel zu erdrosseln und das so. Podcast zu hören sonst so, auch ja. ich, hör ich nur über Bluetooth, also okay nach ein Ja mir würde ein Klinkenstecker am Handy nicht fehlen, wenn er weg war. Nein, ich hab, also Apple hat sogar mal einen Lightning Adapter dazu gesponsert einmal, was mich gewundert hat. Lightning auf Klinke. Ja. Also das oh. seien sie sogar, was für Apple nicht selbstverständlich ist. Ja. ja. Ja gut, das macht man vielleicht, um den Umstieg zu erleichtern oder. Aber gut, das macht Apple normalerweise nicht. Gell? Nicht gern, sagen wir so. Also wenn sie das dazu legen dann wissen sie schon warum. <laughs> na die fahren eigentlich äh, vollgas drüber. Das haben sie ja damals, was sie ja von den Power PC-Prozessoren auf, auf X86 gewechselt sind, äh, was das haben sie gesagt, so, das jegliche Software, die davor funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Ja, ja, da ja, okay ist Das, das sind sehr humorlos. Also. Ja, das stimmt, ja. Also das ist ähm, ja, sie waren auch mit USB Type-C, haben gesagt, na, was anderes brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Ja, seien sie konsequent. If, ja. Ich sag mal so: der Schritt ist ein bisschen radikal. Go, der war sehr heftig, sagen wir mal so. Weil, ja, okay, ich mein, mir betrifft es jetzt nicht, aber ja, das ist halt. Ich, ich, ich finde generell die USB-Anschlüsse schlimm. Ich habe mit denen immer schon ein Problem <laughs> gehabt, weil ich immer fünf Versuche brauche. Ja, kein Jahr. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, viermal fünfmal, fünfmal. Genau. Das, das und, und. Dass man bei zwei Möglichkeiten fünf Versuche braucht, das muss ich wissenschaftlich einmal untersuchen lassen, warum ich, <laughs> ja. warum ich fünfmal den Bluetooth-Stick einstecken muss, bis er passt. Es war ja nicht verstanden, aber es geht mir auch ungefähr gleich. Ja, das ist merkwürdig. <laughs> Deswegen die USB-Type-C, äh, was mir mehr stört, dass es nicht schneller geht bei den anderen. Aber ja, das wird schon noch dauern. Also ja. 2020 vielleicht. Ja. So in etwa würde ich es einschätzen. Na ja, gut. Das, das sind meine Ideen, wo das, wann das dann wirklich einmal bei jedem dabei leider das sein wird. Ähm, Gibt es jetzt zu den zu den ist das jetzt wirklich nur quasi so schauen Schauen, wie es ankommt? Oder Ich glaube, das war wirklich wird das jetzt geplant sein, dass Ich, so ich glaube, das, das werdet sicher einmal die Leute werden das Krieg haben. Und dann werdst du da sicher Feedback geben und wenn das funktioniert, werden du das sicher rausbringen. Also Weil, was du da liest, das ist ja vollkommen überfinanziert. Das, die haben 50.000 Dollar gebraucht, haben 440.000, äh, 450.000 ja. Einkommen, also 900% drüber. Ja. Äh, Gut, ist jetzt natürlich klar. Bose legt es auf. Bose hat enorme, bei Bose kannst du ziemlich sicher sein, dass die Dinger außer nach. Bei Bose frage ich mich, warum redest das über Indiegogo gemacht. Ach so, ja, cool. ich, ja du hast halt sofort einmal Feedback. Gibt es hm, Interesse? Da Feedback, ja, das ist ideal. Ja, das ist ähm, <laughs> ja und wie schon gesagt, es war da, wenn, wenn man sich das Video anschaut, sie sagen, halt, schlafen ist halt echt für unsere Gesundheit nicht ganz so nebensächlich. Also es ist ein wichtiger Teil, um halt deinen Körper quasi zu resetten und dein Hirn. Ja, natürlich. Du äh, brauchst dich gleich Menschen anschauen, die zu wenig Schlaf haben. Also, da kannst du gleich. Äh, das, das, ich kenne einen da gerade. Da kann man klar ein paar. Wie? Also. <laughs> ja, aber du wirkst jetzt nicht betrunken, aber man sagt ja, ähm, <laughs> Leute mit Schlafentzug ähm, haben teilweise eine Reaktionsfähigkeit wie jemand mit einem Promille, also Ja, wenn es länger hast, auf alle Fälle. Ja. Nein. Also, der Schlaf ist etwas, da bin ich beinhart, da, da schaue ich halt so, dass sie entweder, wenn es jetzt mal länger geht, Abends oder die Nacht beim Ausgehen oder sowas, äh, das ist zumindest nachhol. Aber ich schau schon, dass ich so mindestens auf meine sechs, sieben Stunden kim Ja, sieben ich brauche ich. Sieben Stunden. Also das sind sieben Stunden, das brauche ich schon. Mein Problem ist, wenn ich länger schlafe, bin ich dann auch. es sind sieben. Maximal 8 Stunden, obwohl 8 Stunden schaffe ich eh nicht mehr. Ocht, nach acht, wenn ich 8 Stunden schlafe, bin ich, bin ich K.O. Also nach 7 ist so eine gute Zeit. 8 Stunden ist für mich zu lang. Also sieben ist für mich so ideal, ja. Ja, das ist ganz gut. Ja, du wirkst ja, ja, wieso, nachher hast du ja keinen Schlafen Also kriegst du es nicht zusammen, würdest du es gerne? Nein, ich, ich schaffe schon sieben, aber ich, ja, bin, sieben. ich bin sowieso immer mir. Also. Eh es wird dann zum Abend hin besser. Ah ja, du hast ja ein bisschen einen anderen Tagesrhythmus, ja. Ja, ja. Ich habe einen richtigen Tagesrhythmus. Ja, genau, <laughs> das ist Ich sage immer, das der richtige. Sch spart aufstehen, Spart schlafen gehen. Genau. Das ist der richtige Tagesrhythmus. Mein Lieblingsrhythmus war ja, Spart aufstehen, frisch schlafen. Gehen. <laughs> ja, dann komm schon auf mehr als auf sechs, sieben Stunden Schlaf. Ja, ist auch ungesund. Ähm, Stimmt, ja. Zu viel ist ja auch ungesund, da gibt es ja auch ein paar interessante Studien dazu. Ja, mal schauen, vielleicht kämen die Kopfhörer noch aus, das war ja. Ja, ja, also wenn es funktioniert. Ähm, ja, ich brauche es jetzt da während nicht, aber wird sicherlich ein paar Leute eine Hilfestellung sein. Ja. Was ist mir denn gerade in ins Glas gefallen? Ach, du ist ein Projektor drin. Ein Projektor ist da drin, War heute hast du mir die schlechten Überleitungen. <lacht> 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 um, ja, zum Glück leider. Eh. der letzten um, Sendung von vor zwei Wochen. Ich habe was Interessantes auf YouTube gefunden. Also und zwar, das ist ein Ort, Film oder Leinwandprojektor, also wie ein Beamer, der ist auf Cola-Dosengröße. Mhm. Und der schafft, jetzt muss ich nachschauen, wie der heißt, und was der für Leistung schafft. Der schafft, äh, wo haben wir es denn? Ja, das Sch ist immer gut, wenn man so unvorbereitet in die Sendung Ach, geht. Was hast du unvorbereitet? Das habe ich leider wieder vergessen. Also, Weil das ist ja so, schon los. wieder vier Wochen her. Meist der niedlich. Gell, der ist voll super. Mhm. Ähm, der schafft 1080p. Ist der kleinere von denen. Ja, okay, das war jetzt das, was mich ähm, interessiert hat. Aber, Lichtstärke, Lichtstärke. Also, was schafft er? Ja. Ähm, was schafft der Lichtstärke? Shop now. Ist, man, man gibt keine Infos, man kann es nur shoppen. Achso, wer direkt weitergeleitet auf Amazon. Ha, um, wo haben wir denn die Lichtstärke? 100 Lumen, 100, 100 Lumen, ja. ja. 100 Lumen. Ja, es, es reicht für dunkle Räume. Es reicht fürs ja. Campen. Zum Beispiel, genau, das ist auch zum Beispiel der ein Einsatzzweck. Aber er hat wirklich eine cola dosen Das muss man echt sagen. Also, den kannst du überall hin mitnehmen. Wirklich klar. Also, und du hast ja, glaube ich, standardmäßig Netflix, YouTube und das ist alles schon drauf. Also das heißt, du kannst glaube ich was koppeln aber du musst es nicht. Also mhm. der, nein, der ist nett, der ist schon ja wirklich viel, wie, wie so wie die klassischen ähm, 0,5 Liter Dosen oder? 0,3, oder? Oder 0,3. Ah, ja, 0,5er Dosen stelle ich mir ein bisschen massig das vor. 0,5er sind höher. Ich ja, so genau, das sind KPD. die, ja, die ja. Hohen, die gibt es auch gleich mittlerweile also genau. So die 03er, ja, stimmt. Ja. Nein, das ist eine coole Idee. Also das, ähm, das hat man schon getaugt. Ja, als, als etwas teures Camping Equipment, also kostet bei die 300 Dollar. Ich glaube, gibt es allein Amerika drüben. Ach, drüben bei die Amis. Ja, nee, natürlich. Das nicht bei, die Amis. Ja. bei uns gibt es es natürlich nicht. De Deliver to Austria. Ja, ja, also Amazon liefert es da nach Österreich. Kein Ach so, ja, noch nicht ja. Also im, die wickeln da in Zoll ab, aber das machen die alles. Echt? Ja, die machen alles. Okay. Also Amazon ist da recht gut aus. Ja, gesagt. ich habe jetzt USA nie was bestellt, ich habe nur mal ähm, äh, von der Insel bestellt, also die, die, die was ja. jetzt nicht mehr bei der EU sind. Nein, ich habe sogar noch was von Amerika bestellt, das funktioniert bei denen problemlos. Also oh. da brauchst um nichts kümmern, das funktioniert. Das oh. ja, lässig. Ja, Verzollung wird wahrscheinlich insofern wurscht sein, weil sie es ja zuerst ähm, in sein europäisches Lager bringen. Sie, genau, sie, Ort, sie übernehmen da quasi alles. Also sie sie alles. Ja, eben, ja. Und sie wissen ja genau, was das kostet. Das, krieg schon alles ja, das und ist kriegst du verrechnet. Verlechnet. Das ist bei Amazon ähm, schon eine coole Firma. Ja, ja Amazon is amazing Ama ist amazing. Ja. Ja. Naja. Ähm, dann, wo ich noch ganz kurz drüber gehen will, Apple hat ja jetzt ihren Homepod endlich rausgebracht. Mm. Ähm, jetzt ist ja das sozusagen, sei mal da, sounds good, doesn't work, will be super successful. Weil. Ja, weil es ist von Apple. Ja, nein, er klingt einmal gut. Das Lautsprecher ist gut. Und mhm. jetzt haben sie ja leider, es wird ja kritisiert, dass dieser smart oder dieser smarte Assistent, der Siri heißt, nicht ganz so schlau ist. Nicht ganz so schlau ist, hast? Ja, er ist nicht so schlau wie Amazon Alexa oder wie Google, mhm. wie der Google Assistant. Yeah. Und jetzt ist es aber so, und zwar oh, es ja. fallen so Funktionen, du kannst zum Beispiel nicht zwei Lautsprecher miteinander koppeln, damit Stereo-Sound hast und sowas, das geht nicht, das wird alles erst bei Software-Update nachgereicht. Die Software reift beim Kunden. Das ist äh, so, wenn man genau, grüne Bananen kauft im äh, Geschäft und genau, dann haben wir so, bis man so essen Das kann. ist so der Klassiker, den Apple eigentlich immer macht. Egal ob du die Apple Watch hernimmst oder sowas, sie bringen immer was noch nicht ganz Fertiges raus. Aber danach funktioniert es. Der Kunde ist immer better da ein bisschen mit. Aber danach funktioniert es. Genau, danach, danach wird das super gut funktionieren. Mhm. Also, das wird auch Also, Early, early Adopter <laughs> bei Apple ist <laughs> immer ein bisschen problematisch. Aber, noch, aber, es, kaufen, aber es kaufen leid. Es, ist das, es kaufen immer leid. Was kostet das äh, Apple-Dingsy? Das Apple-Dingsy? Weil Amazon fährt mit Alexa, Amazon Echo, zweite Generation, momentan ja mit 99 Euro an, an Kampfpreis. Äh, definitiv. Also. Und die, ist, und die redet jetzt nicht vom Echo dort, sondern schon von der vom Echo, vom großen. Ja, ja, aber der ist. Also 100 Euro jetzt. Warte mal, ich muss da jetzt ganz kurz nachschauen. Ich glaube, der ist nicht vergleichbar. Weil der Lautsprecher bei seinen schon eine Ecke besser ist. Wo, bei Alexa? Bei Apple. Was? Der von äh, 349 Dollar. Also rechne 349 Euro. Uh, der so der kostet ja, dreimal mehr als dreimal so viel ähm, ja aber das ist halt Apple also du zahlst halt enorme der Lautsprecher soll besser sein der soll wirklich der soll echt gut sein also der Lautsprecher an ja, sich ich, ich will die Apple, das ist die aber das Problem ist er er ist total abgekapselt mit einem Android Phone kannst du nicht am Leinen richten was na, der läuft nur mit einem Apple mit Apple Geräte mhm. ja er ist ja für er ist fürs Apple Ökosystem gedacht also ja, ist halt, wie schon gesagt, ich mein, bei Apple ist das immer so schwierig. Das kann jetzt einmal sein, dass der in Zukunft da geöffnet wird, nachher, das weiß man mal noch nicht. Kann auch sein. Aber, Aber wie gesagt, er ist halt fürs Ökosystem ja, ja. Gebaut, gedacht und da wird er halt wahrscheinlich. Genau, und es, und wird, jetzt, es wird jetzt auch so sein, dass du da halt jetzt laufend Software-Updates auskämmen mhm. und in einem Jahr schaut die Sache eh schon ganz anders aus. Dann wieder. Ich denke mal, bei den Sachen ja immer, und, und, und jetzt, wo ich vor ein paar Tagen das Angebot für ein, für ein Echo zweite Generation gesehen ja. habe, ach ja eigentlich, hm, warum eigentlich nicht? Und dann denke ich mir ja wieder, hm, warum eigentlich schon? Irgendwie, irgendwie, das ist das ist für mich jetzt mal, wenn ich das Sick habe ist so, so, so ein haben will, Reflex, um dann ein paar noch kürzere Überlegung zu merken, naja, eigentlich, wozu? Was ganz cool ist, telefonieren geht ganz gut mit denen. Also, du kannst andere Echo-Dots anrufen, das ist recht lustig. Oder Nachrichten so verschicken. Ja, wir ich kenne jemanden, der sowas hat. Ja, ich hätte. Äh, kann ich die anrufen? Also, In Lambert kann auch anrufen. Also, statt Telegram ähm, ja. kann ich dann über ein Echo mit ja, denen telefonieren. Aber ja, ich, mein, ja. Man, ich sag, du musst es fast probieren. Also, das, was bei dem Amazon Echo. Interessant war, ist, dass man das ein bisschen so in, in, in die Home-Automatic. Wenn das viel nicht dann ist es natürlich genau da, punktet dann natürlich, weil er hat jetzt diese Bridge, glaube ich. Vielleicht hätte es bald mit ein bisschen einer intelligenteren Heizungssteuerung, aber sonst. Das einzige, wo immer mal sagen, wo wir mal was cool war, zum Beispiel, ja, wir werden das Wetter morgen und ähm, hast du spiel irgendeine lässige Musik, ähm, spiel das und das, das und das, aber das kann ich mit dem Google Assistant auch machen, also von dem her. Das kann ich mit dem Google Assistant auch machen, ja. Und nicht einmal bei dem nutze ich so wirklich. Also Google Assistant nutze ich eigentlich nur für Termine und für Erinnerungen. Ja. Und hin und wieder beim Autofahren sage ich halt, okay, Google, bitte Spotify. Ja, schau, jetzt startet schon. Ich bitte Spotify starten und das und das abspülen oder so. Okay, das ja. funktioniert. Mein Problem an der ganzen Sache ist, ich muss immer noch äh, mich einer nicht für mich natürlichen Sprache bemächtigen. Und, und wenn ich. So Gerät habe würde ich gern so reden, wie ich mit dir rede oder so. Ich will, ich will einen Computer, der so intelligent ist, dass sie nicht, ich rede jetzt nicht von Dialekt ja, sprechen, ja. Nein, nein, eh. sondern von vorgegebenen Schemata, die man einhalten muss. Bei Google muss man sagen: Okay, Google, bitte, er ja, startet schon wieder. Ja, bitte, ja, setze, bitte setze mir einen Termin für morgen 7.30 Uhr. Ähm, ähm, Notebook für Dechtel mechtel podcast laden oder so, Ja, ja, nein, mal. klar. Ich meine, du hast eine gewisse Sprachmuster, was du man... Dich... Hast, du hast ein Schema da, an dem ja. du die abarbeiten musst. Und, ja. und ich habe da, ich, ich da eher gerne das Star Trek Next Generation oder Voyager-Szenario, ja. wo ich einfach sage, hey Computer, äh, du, ich, ich hatte da morgen einen Termin, <laughs> ähm, da erinnere mich, dass ich das ist Notebook ja. kein Bock. Oder sowas. Aber Wo ich mich nicht an, an ein Schema da orientieren muss, weil ich einfach gesagt, ja, ja. Wie gesagt, oder wie wird das Wetter morgen in Großkirchheim oder ja. sowas. Weil das, ist, das klingt irgendwie komisch. Ich will einfach sagen, wie wird das Wetter morgen? Ja, das war teilweise nicht von Nachteil. Also. Oder wird es morgen regnen oder dies und ja. das. Also, sowas, also. Wenn, wenn die Erkennung noch ein bisschen intelligenter war, aber. Andererseits, wenn es schon so intelligent ist, dann mache noch immer in andere Richtungen sorgen. So, da habe ich mit dem Lambert lang, darüber drüber philosophiert, weil er hat das Problem bei seiner Mama eben dadurch, dass die moderne Technik halt meistens schwierig ist. Jetzt hat er zum Beispiel sowas für sie genommen. Jetzt kann er sich da die Uhrzeit abfragen, ja. kann ähm, in Radio einstellen. Ja. Er hat sich jetzt einmal wirklich ein Echo dort gekauft ja. und hat es mal probiert. Hat es ihr jetzt runtergestellt? Ja? Und ähm, ja, das funktioniert sogar. Sie kommt damit wirklich zurecht. Aber mein Großvater kommt zum Beispiel mit dem, mit dem iPad auch super zurecht. Ja. Ähm, aber was jetzt viel interessanter noch ist, zum Beispiel, was er jetzt sagt, weil du hast ja diese Handy-App vom Alexa, mhm. jetzt kennt er quasi sie darüber auch anrufen oder sie ihn am Handy. Mhm. Das heißt, das geht jetzt dann alles über das WLAN. Also ja, es, äh, es sind, sind da halt äh, natürlich noch ein an Anwendungsgebiete, wo man denkt. Aber natürlich, ja, es so braucht deine natürliche Sprache, sobald du in einem Muster musst, weil das war zum Beispiel das Problem, sie wollte ähm, Radio Tirol bei Alexa einschalten, das ja. kann Alexa, du sagst, Alexa schaltet Radio Tirol ein, als Beispiel. Ja. Bei Radio Tirol spielt sie aber immer Antenne Tirol. Ja. Das heißt, du musst jetzt wirklich Alexa Spiel ORF -Radio -Tirol. Radio Tirol. Aber ja. ist jetzt natürlich, wenn du nicht so computerversiert bist, hast du ein Problem, weil du fragst jetzt, warum tut der das nicht? Ja. Oder diejenige, das Problem habe ich habe ich beim Google Assistant auch öfter, dass sie ja. noch einmal präzisieren muss, ja. was sie eigentlich will, weil er was anders nimmt. Ja, das ist äh, ja, was da halt nachher noch dazu kommt, dass ähm, sowas wie Spotify quasi nur Drittanbieter-App ist. Das ist das nächste, genau. Ja. Alexa war jetzt eigentlich nicht, was so in meiner Spotify-Playlist ja. drinnen ist und ja. Und wenn, wenn ich sage, äh, bitte keine Ahnung, gibt es eine Band mit gleichen Namen, aber in zwei unterschiedlichen Genres. Äh, ja, keine Ahnung. Es gibt sicher äh, da ja, als Beispiel sei genau, schon ein Problem. Äh, ja, genau, Kavalierer sind ja. schon ein Problem. Bitte spiel was von Deep Purple und, und es kommt was äh, irgendeine Deep Purple Cover Band oder sowas. Genau. Und so weiter. Das sind halt noch die Sachen. Aber es kommt nicht das, was sie Purple haben. Oder Berg, es gibt das, was, das ich oh Gott. was ich in der Playlist definiert habe ja. oder sowas. Oder, oder ja. wenn ich jetzt sage, spiel, ja. mir, bitte, spiel mir bitte was von Deichkind, nach kind, irgendwas von Deichkind, aber obwohl ich eigentlich gedacht habe, nimm das, was in meiner Playlist drin ist. Ja, ja, das jetzt muss ich mal probieren, ob das geht. Spiele meine Deichkind-Playlist, aber das glaube ich, habe ich schon einmal probiert, das funktioniert auch nicht. Nein. Ich glaube, du müsstest wahrscheinlich Google Music nehmen, dann würde das wahrscheinlich kapieren. Ja, und da ist jetzt die Frage, so, solange die Software unter sich. Also die Drittanbieter und so weiter, gut, für Alexa kann man ja super Sachen programmieren, also da gibt es die ganzen, die Skills, die ganzen ähm, Skills, die ja teilweise richtig gut Und, und mir ist sogar gesagt worden, Amazon bietet dir einen richtig guten Support, wenn du für ja. Alexa Skills, also das heißt, die sind wirklich bemüht, dass du dich super zurechtfindest und eigentlich das, das komplette Gegenstück zu Apple am Anfang, die was die eher blockiert haben, dass du eine App rausbringst. Ja. Also das, das, das war zum Beispiel mein Einstieg, äh, mir, mir so Alexa äh, zuzulegen. So, ich würde gerne mal einfach ein Skill programmieren. Ähm, Spül mir bitte die aktuelle Folge des Mechtel Podcasts. Das kannst du jetzt schon. Das kannst du schon. Weil es gibt, es gibt schon ein Skill, wo alle Podcasts drinnen sind. Ach so. Ja. Also es gibt ein Skill für ja, alle ja. Podcasts. Ja. Okay. Ja, ich glaube, der Lambert hat ja den Witz gemacht, Spiel mir das Lied vom Tod not Sei Alexa geantwortet, sie, ähm, er ist da anscheinend sehr dominant und sie hat da noch quasi die Hosen an. <laughs> okay. Also sie hat Charakter. Ja. Ja. <laughs> Na, ich bin gespannt. Also Friday, wenn dein Staubsaugerroboter irgendwann Alexa hat, dann kann er reden auch noch. Na ja, dann kommunizieren die Geräte untereinander und verbünden sich gegen mich. <laughs> ja, wir verlinken. Haben wir es beim letzten Mal schon verlinkt, eigentlich in urlaub des Lied? jetzt mit Dusche. Ah, ja, haben wir das letzte Mal besprochen. Stimmt. Haben wir das letzte Mal verlinkt oder das oder du machst das mal? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon verlinkt. Okay, du machst es, du machst es letzte Mal verlinken. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, bringt euch zueinander. Verlinkt was, es, verlinke ich einfach nur einmal. Okay, also zweimal. Ja, es wird. Ja, stimmt, das ja. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn die sich gegen mich verbünden, könnten die das auch anders machen? Ähm, irgendein Alexa startet irgendein Schlagerlied von ähm, oh mein Gott, oh Gott, Andreas Kavalier. und ich oh, sch schreit aus aus, aus <laughs> Raum flüchten und mein Staubsaugerroboter roboter stellt sich mir in den Weg, ich voll drüber, voll auf dem Tisch und, und er saugt ihn dann ein und er sagt mir ein. Nein, das wird nicht passieren dafür ist es klar und dann und dann lacht Alexa schelmisch ja und der Staubsaugerroboter fährt einen Kreis um mich Ungefähr, ja. Boah, das geht so schlimm enden alles. <laughs> ja, vielleicht sind das Zukunftsszenarien. Wahrscheinlich gibt es in Zukunft nicht die Ghostbusters, sondern einfach die technik die ja. einfach Geräte einfangen, die durchtraten. Also in Zukunft kann kaum mehr jäger mehr rufen, sondern in Technikjäger. Ja. Von Computerexperten, ja. <laughs> nein, nein, da braucht du keinen Experten mehr, da brauchst du mal einen Jäger. Spaßpix. Spaßpix. Uh, ah, ich habe so, so einen kleinen Brainfuck. brainfuck ähm, und zwar, ist jetzt auch schon älter, es haben Wissenschaftler geschafft, ähm, einen Roboter hier in Lego Mindstorms reinzusetzen. Was? Es das heißt, in den Lego Mindstorms Roboter, Roboter, Roboter damit ja. wir das mal schön ausgesprochen haben, <laughs> ähm, ist ein Ding drin. Das heißt, der... Der Roboter verhaltet sich wie ein Regenwurm, weil das, das Hirn vom Regenwurm greift die Signale von diesem von diesen Auge quasi, von dieser Kamera ab und von diesem Stoßsensor und agiert wie ein richtiger Regenwurm. Okay. Das heißt, damit ist eigentlich ja vollkommen klar, theoretisch kannst du ein Menschenhirn in einen Roboter rein verpflanzen. Ja, aber die haben ja jetzt nicht das Hirn, haben das Hirn verpflanzt. Nein, die, die haben, es haben das Hirn simuliert, oder? Na, die haben glaube ich sogar das Hirn rein, also das, das reagiert, das ist wirklich es ist Zeilencode natürlich. Yeah. Aber das reagiert wie ein Regenwurm. Okay. Das heißt, das Ding ist wirklich umgelegt in Code des Hirn. Also Okay, die haben alle Neuronen, ja. die das Hirn hat, analysiert, ja. gemappt ja. und in die Simulation eingebaut. Ja. In dem Fall sind es 302 Neuronen. Ja, das ist relativ wenig das jetzt. Vergleich zum Menschen wenig. Obwohl paar, ja. paar Menschen sich ungefähr auf dem Level <laughs> bewegen. Ähm, das ist natürlich sehr spannend. Das ist natürlich sehr cool. Ja? ja, das ist das ist gar nicht blöd. Also das heißt Open Warm Open Warm Project. Ja, ja, cooler Name. <laughs> <laughs> also, das, das heißt, es geht schon was. Es geht, ja. Ja, wenn man das jetzt vergleicht mit den mehreren Milliarden Neuronen, die der Mensch hat, ja, es ist halt nur ungleich komplexer, aber, aber es ginge, es als, ginge theoretisch. ginge theoretisch, Ressourcen ja. und Zeit vorausgesetzt. Naja, aber natürlich. Ich, ich, will, ich, ich, will, ich verfolge sowieso das Ziel, unsterblich um zu sein, mein Hirn zu mappen und einen Roboter weiterzuleben. Vorne, davon von ich gar nicht. Also, ja, voll, das, das, ist, das hätte ich gern. Ich würde mir halt noch einen Bender nennen. Bender? Bender, Bending Rodriguez. Okay, also wie bei Futurama. Ja, wie bei Futurama. Ja, ja <laughs> das ist halt einfach so. Okay. Also, das ist mein spaß für die Woche. Das ist der Spaßpick für die Woche. Ich meine, ich weiß nicht, ob es jeden Spaß macht, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe keins. Du hast also keinen Spaß? Ich hab kein Spaß. Nein. Ja, März ist mehr. März, ja. Ist März. März ist März. Es ist noch Winter und und ja, es ja. Ist noch Winter, es ist mein Spaß. Vorbei. Ist, ich, ich will wieder Sommer haben. <laughs> Lesepix. Ah ja. Uh. Wow, das habe ich schon vor zwei Wochen in die Show noch rein gehabt. Äh. Puh, weiß ich gar nicht, ob ich da noch alles weiß. Venezuela gebeutelt von ähm, hoher Inflation und wenig Geld bringt ihn Petro. Bringt ihn Petro, eine Kryptowährung, die erste staatliche Kryptowährung. Sogar vor Estland haben sie es gebraucht. Ja, staatliches Kryptogeld besichert mit 5 Milliarden Bar Barrel Rohöl. Das will Venezuela mit dem Petro erschaffen. Also am Dienstag vor zwei Wochen haben sie einen Vorverkauf äh, ich gestartet. Mein, ich ich wünsch, ich hoffe nicht, dass ihnen das Schicksal blüht, was so ziemlich jeder neuen Kryptowährung bisher geblüht hat, dass er zuerst einmal nach oben geht und dann rasant nach unten fällt. Wenn man jetzt Bitcoin Ethereum angeschaut, die sind nach oben gegangen, nach oben gegangen, nach oben gegangen, nach oben gegangen, hm. ein bisschen abgestürzt, aber, und aber eben, diese neuen Coins haben tendenziell das Verhalten, des Pump-and-Dump-Prinzip. Das heißt, gehen einmal steil nach oben und dann recht schnell nach unten wieder. So, du als Studierter. Weiß ich nicht. Ja. Was will Venezuela jetzt damit? Also ich glaube, das Venezuela hatte das Geld, gehabt, ihr mehr ja Hyperinflation. Ja, also, die haben eine Hyperinflation. Also die haben teilweise mit Spielgeld von Computerspielen gezahlt, weil das mehr wert war. Ja. Jetzt egal was für Währung, egal was für Finanzmarkt, es ist eh alles Spielgeld. Im es, ist, es geht nur an den Glauben daran. Es ist es, bei Geld es, immer es, nur der Glaube ans Geld. Die Wirtschaft lebt vom. Glauben wir es? Glauben glauben. Glauben, glauben. Glauben. Ja, das ja. ist der Punkt. Aber, aber was, was will jetzt du Zähler da jetzt mit deiner Kryptowährung? Ich weiß nicht, ob du es jetzt näher verfolgt hast, aber ich verstehe nicht, wie, was sie da, glauben die, dass es mit der jetzt besser wird, wenn es die ganzen Angestellten nur noch in Petra ausgezahlt und kaufen Ich, mein, ich, ich kenne jetzt das klassische White Paper von Petro nicht. Ja. Also ich weiß nicht, was da drinnen steht, wie der funktionieren soll. Was der für Anwendungsmöglichkeiten hat. Yeah. Ähm, für Venezuela wäre es einfach, ich meine, vielleicht aus der Not eine Tugend zu machen, die werden einfach den Schritt vom Bohrgeld halt weggehen jetzt. an Und wirklich sagen: Okay, unser Bohrgeld ist eh nichts mehr wert. Ähm, wir machen jetzt ein kleiner digitale Währung. Und ich hoffe, dass sie es so konzipiert haben, dass das ähm, nicht zu einer Hyperinflation kämen kann. Aufgebaut ja. ist es wie eine klassische ähm, Kryptowährung mit, mit Blockchain und so weiter und so fort. Es wird wohl sehr ähnlich zu Bitcoin sein, oder? Ich, ich schätze, dass es eher Ethereum Fork sein wird. Glaubst du, dass die einen Ethereum Fork gemacht haben? Nein, weil in Ethereum ja in der Blockchain selber das Forken schon. Das geht äh, recht leicht, ja. Es, es, Ethereum. Äh, geht, Ethereum geht ja. recht leicht, ja. Ähm, ja, okay. Und weil sie haben ähm, smart, contracts. smart Contracts drin. Das gibt es bei Bitcoin nicht. Das gibt es nur in Ethereum. Ja, yeah, also das vielleicht fork ist vielleicht Forkens ist Ethereum. Und. Ah, ja, ja, ja. Ah, wirklich? Ja, ist es Ethereum. With the ecosystem around the productivity it is found on the blockchain of some as Ethereum. Also, as also Ja, yeah. as Ethereum. Also. Yeah. Sie haben das Rad auch nicht neu erfunden. Also Na, okay, das macht vielleicht ein bisschen Das, und das macht es. sogar noch Sinn. Also, dann seien sie können, müssen sie nicht alles selber entwickeln. Ja. Ähm, also, sie forken, also sie machen einfach ein Quasi. Einen Kannst du nochmal googeln? Proof of Work ganz kurz oder sowas. Proof of Work? Ja. Ob das Proof of Work Prinzip ist oder wie das Ding aufgebaut ist oder ob man das meinen kann. Proof of, ah, proof of Stake ist es, okay. Proof of Stake. Ja. Okay, das heißt, wenn mehr hast, kannst du Transaktionen bestätigen und damit bist du sozusagen, kriegst du wieder was, okay. Das heißt also, mein ist es nicht im klassischen Sinn. Okay, wie funktioniert es dann? Proof of Stake ist, ähm, funktioniert bei den Dingen immer so, du hast so ein, es gibt unterschiedliche Nodes, nennt man das, noch. das heißt unterschiedliche Netzwerkpunkte. Mhm und da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt sagen wir einen gewissen, du musst ja eine gewisse Summe an der Währung haben, kannst du so dann Node aufstellen und über diesen Node laufen dann die Transaktionen drüber und da gibt es natürlich mehrere okay. und das heißt, die, was nachher natürlich viel von dieser Währung haben, seien natürlich glaubwürdig automatisch in dein System ja? Und über diesen Note werden dann die anderen Transaktionen bestätigt und du kriegst dann wieder, das, jede Transaktion wieder einen rein. Anteil. Aber es ist meistens so, dass wenn du einen Node errichtest, musst du eine gewisse Summe von deiner Kryptowährung komplett einfrieren. Die ist für immer dort drinnen, die kriegst du nie mehr. Die bleibt immer in der Blockchain ja, und da genau, ist gesperrt. Da, dadurch hast du, bürgst du quasi, dass du glaubwürdig bist. Da, aha, okay. Das ist sozusagen, das ist immer das Prinzip, weil du, du hast ja eine Zuhörerfrage gekriegt, um einmal wegen, was ist eine Kryptowährung überhaupt. Ja, genau, ja. Eine Kryptowährung ist einfach wirklich digitales Geld. Es ist nichts anderes. Es passiert rein digital. Für mich ist das Ja, mein Geld. Was ist eigentlich auch digital? Die, 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 paar, ähm, die Bank, du meinst das Fiat-Geld im Endeffekt. Das, was Banken Online-Banking, ja, ja. Weil die, die paar Scheine, die wo ich eigentlich noch in den Trifttaschen habe. Genau, es ist jetzt halt, halt ein, Es ist jetzt eine Alternative, die nicht von einem Staat kommt. Ja. Und das ist halt einfach wie ein ganz großes Grundbuch-Datenregister, wo halt alles drüber läuft. Und ja, das, ist, das du, ist die Blockchain. Du kannst alles nachverfolgen. In der Blockchain, und, die Blockchain äh, ist deswegen so kompliziert und so groß, weil einfach alles drinnen ist. Also, ich glaube, ursprünglich war ja der Sinn und Zweck davon, anonym Daten hin und her zu sein. Es, glaube ich, ist ja basiert ja auf Hacker. Also, Hacker haben das System einmal entwickelt. Ja. Und dann hat sich halt irgendjemand gedacht, hey, man könnte es auch wirklich für bezahlen, Geld oder so was machen. Oder Ethereum macht es halt mit Smart Contracts und andere ja. Ähm, und da läuft es dann wirklich. Es ist wie ein normaler Geldschein eigentlich. Also es ist nichts anderes. Es ist gleich vielleicht im Moment, es ist, glaube ich, man kann es ganz gut vergleichen mit Cloud Computing. Cloud Computing war vor zehn Jahren hat auch jeder gesagt, was ist das, wer braucht es? Mittlerweile Bestimmt eigentlich ist es so im Alltag drinnen, es läuft ja. eh als mehr über Clouds. Ja. Und ich glaube, das wird da so ziemlich gleich werden. Aber, aber wo ich mir jetzt die Frage stelle, ich, ich, ich bin recht, ich habe mir einfach zu wenig damit beschäftigt. Warum ist jetzt ein also Coin beim damals, wo Bitcoin angefangen hat, an Dollar wert? Ja. Warum ist ein Bitcoin jetzt 9000 Dollar wert? Erst einmal die Schwierigkeit bei meinem wird immer höher. Und es ist eine begrenzte Summe vorhanden. Ja. Und die Nachfrage ist halt da, weil die Leute haben mehr Vertrauen in diese digitale Währung als in was anderes. Und natürlich Spekulation so Spekulationsobjekt im Moment natürlich auch noch. Das hat man gesehen, dann <laughs> ja. zum Jahreswechsel immer, um, wo der Bitcoin genau. auf 12.000 war und, und dann flutsch genau weg war. Der war sogar glaube ich fast auf 20.000. Ja, ja, stimmt, ja. Boah, fast auf 20.000. Also das ist einfach, das ist aber, es steckt noch alles in die Kinderschuhe, das muss man wirklich sagen. Also, das dauert noch seit Zeit, bis das dann wirklich. Ähm, ist. Weil zum Beispiel bei Ethereum die einzige Anwendung im Moment ist ja CryptoKitties. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das heißt, wo du Katzen züchten kannst. Und die wirklich in der Blockchain verifiziert sein mit Merkmale, wer, von welchen Züchtern das kann Kannst natürlich auch kein Inzuchten damit betreiben, weil das war's, das System. Und da kannst du dann Katzen mit besonderen Eigenschaften züchten. Wir reden jetzt von virtuellen Katzen. Ja, natürlich, alles virtuell. Also, und man kann sich da teilweise aussehen, da gehen teilweise Katzen für 20 Ether weg. Also, und a ethereum ist, glaube ich, derzeit bei 600. Euro, aber das war schon auf 1000. Äh, 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 ähm, ich, ich, bin, ich bin beim digitalen Kotzenzüchten <laughs> ausgestiegen. Also, also, ja, es ist wie ein Grundbuch. Stell das auch wie ein Grundbuch. Ja, vor. aber warum Kotzenzüchten? Ja, jeder mag Kotzen aber das im ist ja, Das ist ja. Aber hat's nicht in Ethereum, das ist ja nur so ein Smart Contract. Das so. ist in Ethereum, das in ist immer das drin. ist in Ethereum, das ist wie so eine eigene Anwendung. Du, weil, look, man, weil das muss man ja wissen, man kann in Ethereum ja wieder Anwendungen Anwendung ja, ja, genau. machen oder etwas ah, drauf von, aussetzen, ja. oder in Ethereum an Fork von ja. etwas machen. Genau, ja. ja das, deswegen ist Ethereum ja eigentlich ja, ähm, ja recht mächtig, weil da kann man viel machen. Ja, ich mein, aber ist ist dann das sind nachher, die Krypto-Kit ist auch noch in der Blockchain <laughs> Ja, ja, klar, die sind ja noch gespeichert, ja. Das heißt, wenn, wenn du jetzt meinst, dann hast du ja sowieso wieder ein komplettes Image. Der, na, ich glaube bei Ethereum musst nicht das Ganze. Die nein, nein, Blockchain da gibt da es ein Light-Image, ja. Da gibt das Light-Image, ja. Da das Light -Image, ja. Weil, ja, aber wer hat nachher immer, weil die Blockchain hängt ja davon, ob das quasi jeder sie hat du hast sie ja, leider die Katze nicht. Die Katze ist eindeutig an einer bestimmten Person zugeordnet. Ja, ja, das, das schon. Ja. Das, das schon, aber die Blockchain speicherst du ja. Das ist ja verteiltes Netzwerk. Genau, wie okay. ich gesagt, wenn du jetzt nichts tust, speicherst du sie nicht unbedingt, dann hast du ja leider okay. die Katze. Also, wenn du jetzt meinst, natürlich, dann tragst du dazu bei, dass sie gespeichert wird. Also du musst schon darauf vertrauen, dass jemand anderer, dass die anderen Menschen die Blockchain Eben, äh, es speichern ist und, der, und verifizieren. Derzeit ist es ja so. Also ja, es ist, es nein, funktioniert ja. Also so, Nur nicht ich, mir geht es darum, wenn die Sache so gar und alle löschen ihre Blockchains, dann ist Nein, das geht gar nicht. Also <laughs> ähm, es ist sogar so, Ethereum stellt ja vom Proof of Work auf Proof of Stake um. So, Proof of Stake haben wir gehabt. Proof of work ist das meinen, das klassische. Also Ethereum wird vermutlich gegen Ende des Jahres nicht mehr meinbar sein. Ja, Bitcoin meint man ja auch noch, oder? Bitcoin, ja noch Bitcoin stellt nicht um auf Proof of Stake. Ja, aber. aber das Minen ist schon so kompliziert. Aber das geht nur immer. Aber wie ich gesagt, bei, bei Sirium wird jetzt wirklich, da gibt es jetzt irgendwo das, nein, wir haben sie Time Bomb genannt. Mhm. Ab dem Zeitpunkt wird die Schwierigkeit so exorbitant steigen, dass du auf Proof of Stake vorbereitet wirst. Das heißt, das sich nicht mehr aus. Genau. Das heißt, die Grafikkarten werden günstiger werden. Es gibt leider nur ein paar andere, was Proof of Work haben. Also es, du kannst davon ausgehen, dass die, was vorher Ethereum gemeint haben, dann auf Ethereum Classic wahrscheinlich wechseln. Ja, stimmt, es, es gibt ja Ethereum Classic. Also Ethereum ist ein Fork von Ethereum Classic stimmt, eigentlich, ja. Ja. Also, ähm, und ja, ich meine, es gibt sonst auch noch andere, die du meinen kannst. Also ja, natürlich. Ähm, du, kriegst, du wirst immer was da finden. Es gibt immer Litecoin, Dogecoin. Du gibt Ja, der Dogecoin ist sozusagen die schöne Verarschung, wie etwas ein paar Milliarden wert werden kann, ja. ohne dass irgendwas dahinter steckt. <laughs> Aber ja, das hat die Leute anscheinend beeindruckt. Das hat schon gereicht. Ja, ähm, und Proof of Stake ist dann. Das mit den Nodes, was man. Das sagt. ist noch ein das ja. mit den Nodes, ja. dass sich die. Okay, mit dem. Äh, dass nun über die Notes drüber läuft die ganze Verifizierung und genau, also und ich meine, was derzeit glaube ich, wie schon gesagt, so erste Stelle ist ja derzeit nur der Bitcoin, dann kommt gleich Ethereum an zweiter Stelle von der Marktkapitalisierung und dann dritter ist Ripple. Ey, Ripple ist, ja Ripple auch, ist das, aber das wieder ein bisschen was eigenes, weil das, das ist wieder ein bisschen anders. Ja. Das ist gar nicht so dezentral, weil das geht von einer Firma aus. Das geht also, von einer Firma aus, ja, genau. Wir schon näher also, das ist das, das und dann gibt es noch eine Besonderheit IOTA. IOTA ist das, da arbeitet Bosch als Beispiel jetzt damit zusammen, mhm. die haben, die haben kein Blockchain, die haben Tangle erfunden. Ein Tangle, den kann jeder machen, also du kannst auch einen Tangle machen ohne irgendwas zu tun. Was ist ein Tangle? Ja, wie ein Netzwerkpunkt einfach, du bist ein so Netzwerker. ein kleiner Server. Und okay. da ist es so, die sind gerade dabei, also da gibt es null Transaktionskosten, das heißt, die gehen wirklich her und die User untereinander bestätigen das. Und da gibt es dann halt diese Rück... dass zum Beispiel eine Transaktion extrem lang dauert und es gibt auch keine Kosten drauf. Also die lösen das Problem ein bisschen anders. Mhm. Also es steckt da das Internet of Things eben drinnen in IOTA und da sollen so ganz schnell kleine Transaktionen auch noch möglich sein damit. Ähm, der Unterschied zwischen jetzt Proof of Work und Proof of Stake. Ist Jetzt so beim Proof of Work, da wird noch Power eingesteckt zum Generieren der Current. Richtig, genau. Ja, und Proof of Stake ist noch ein quasi sich selbst erhaltend und genau, Apple Notes finanzieren sich genau. Quasi also, über der, was viel, der, was viel hat, kann viel bestätigen. Dann ja. dadurch, also, der ist glaubwürdig, einfach dass man sagt, du hast so viel Geld da fixiert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass du Interesse hast, dass das einfach weiter besteht. Mhm. Wie wird es noch weitergehen? Weil, wenn man immer meinen kann. Es gibt so eine Art Inflationsanpassung bei den meisten Coins, dass es nach oben, dass dann immer ein paar dazu kämen. Aha. Weil, weil mir geht es noch darum, wenn jetzt die Hürde weg, also wenn jetzt das wegfällt, dass jemand sich die Währung selber meinen kann, äh, was jetzt auch nicht viele machen, nur die vollen Nerds. Das es probieren. Es wird eher kaum irgendein privater machen, aber, aber wie wird es noch möglich sein, dass der normale Otto, der normale, Otto der ja. normale Otto Hummelbauer, ja. ähm, hätte sich eine Ethereumskraft oder, oder, oder. Auf Börsen kannst du auf ganz normale Börsen kaufen? Also, es geht da viel in die Richtung. Ähm, ich glaube, das will jetzt Litecoin mit Lightpay oder Leitperl machen. Dass du quasi wirklich mit deiner Bankomatkarte dann Dinge in Litecoin umwandeln kannst, deine Litecoin über die Bankomatkarte zahlen und das ohne große Transaktionsgebühren. Also die Wellen eigentlich dahingehend, die Kreditkarte oder Paypal ersetzen. Und dadurch den Wechsel von echtes Geld, ja. das was in Kryptos ich ganz, verwende, ganz leicht, Krypto ja, zu ganz leicht also machen. ja, ganz leicht digital werden. Ganz leicht zu machen und. Ähm, vor allem der Vorteil ist halt, Kryptowährungen kannst du halt wirklich um die ganze Welt umschicken. Das geht recht schnell. Ja, und vor allem ist Verifizieren ja. ist nachher ähm, verdammt sicher, weil es über von allen quasi ja, verifiziert genau. wird. Das heißt, es kann keiner die Blockchain im Normalfall so abändern. Man kann nicht fälschen. Du kannst schwer fälschen. schwer Also, fälschen. also es ist fast unmöglich. Es meine, ist passiert? Es gibt Sachen. Ja, bei Ethereum war es ja zum Beispiel ja. das eine. Der eine Punkt, aber sonst normal, es ist sehr sicher. Also ja. Es ist halt Software und in Software ist halt möglicherweise ein Fehler drin das und das kann man ausnutzen. Deshalb dauern auch die Entwicklungen bei diesen großen Coins eigentlich mittlerweile sehr lang. Also Bitcoin ist schon sehr langsam. Ja. Aber du hast ja immer das Problem bei Bitcoin, als Beispiel, bei Proof of Work, es müssen da ja immer. 50% der Miner zustimmen oder mehr, damit du überhaupt eine Veränderung durchführen kannst. Das ist es ja. Also ähm, nicht, nicht nur, dass die Währung ähm, jetzt dezentral ist genau. und digital, ja. sondern wenn man in der Währung was verändern will, ja. Wert über die Inhaber wird bestimmt ab, ja. Wert abgestimmt. Ich meine, das ist bei Bitcoin natürlich auch das Problem, es gibt natürlich ein paar, die haben recht viel. Ja, das und du als einzelner Miner mit deine, sagen wir, sieben Grafikkarten bist. 0,001 da drin in den ganzen. Warum soll es bei einer digitalen Währung sein, an, anders sein wie im Wirklich? E, also es ist eh nicht anders. In der Klasse, bei den klassischen e, Währungen. Es weil ist sind ja auch die 99 Prozent, weniger haben. E, als die 1 die viel, haben. die viel haben. Ja, ja, das gehört e, dazu. Es ist, es ist da halt so, ähm, ich, 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 kann, ich kann da nichts. Mir ist es immer noch ein bisschen suspekt, aber eigentlich. Wenn man, was findet, hm, die Kryptowährung klingt interessant, dann sofort meinen Anfang war es gescheit. Ja. voll aus der Währung, was wert man, extrem viel Geld hat. Ja, ich mein, du kannst da einfach meistens kaufen auf Börsen oder sonst was, aber ist natürlich, ist ein hochspekulatives Objekt. Ist es ja, ja. Also, ist also du hast Kursschwankungen von teilweise 100%, kann passieren. Aber aber was ich mir jetzt gefragt habe, also um, um Weihnachten um war ja, ja. das Maximum noch da bei, bei Bitcoin. Ja. Wenn ein Bitcoin bei knapp 20.000 Dollar steht und du verkaufen willst, wer kauft es dann noch? Börsen. Kaufen die das? Ja, es gibt Börsen, die kaufen alles, ja. Ja, aber, aber wenn die Börse was, der verliert in der nächsten Stunde so viel. Das wissen sie Wert. ja nicht. Das, ist, das, ist, das Problem ist ja das. Ja, aber, aber ist es nicht so, dass irgendwann das corner mehr kauft? Nein, so ein bisschen. Kriegst du den immer weg? Ja, eigentlich kriegst du den. So, also der ist innerhalb von einer Sekunde weg. Verdammt, ey, ich habe Bitcoin verloren, ey. ich habe einmal einen Kopf. Du hast einen Bitcoin verloren? Ja, das war ganz am Anfang, wo es noch. Au, oh, das tut ja fast weh. Ja, das, das. hast du gefunden. Nein, das ist ja wirklich so, das Zeug ist ja noch überhaupt nicht benutzerfreundlich. Also da gibt es bessere und schlechtere Wallets, wo das aufbewahrt wird, aber vor allem du bist ja für deine Sicherheit selber verantwortlich. Da gibt es keine Bank, bei der du planen gehen kannst, dass die Sicherheit nicht passt. Also, ich ich kenne voll von jemanden, der sich ähm, damals vor drei, vier Jahren da hat er vier Bitcoins gehabt. Und damals war jeder Bitcoin, glaube ich, 200 ja. 500 Euro ja. wert oder 500 Dollar. Und ja. der war bei einem Trader und wollte sich das umtauschen. Ja. Und der Trader ist hops gegangen. Pechkopf Ja. Vier Bitcoins waren aktuell 40.000 Dollar. Ja, knapp. nicht so schlecht oder? Na, sogar Euro wahrscheinlich. Äh, Euro, knapp. ja. Na, okay, ein bisschen weniger, aber ja, ein ja. Ja, bisschen weniger, aber, aber trotzdem. Zum Höchststand war es gut werden. gewesen, ja. Also mir tut jetzt der halbe Bitcoin oder drei Dreiviertel Bitcoin, was ich gehabt habe, hätte es nicht weh, weil ich habe es so, damals einfach nur, nur mal probiert bei einem, der war damals, glaube ich, 10 Dollar wert. Ja, ja, der war nichts wert. nichts wert. Aber, ähm, na, das ist, ähm, da Kim schon <laughs> Kim schon einiges. Also. Mhm. Ja, aber, aber am normalen Aktienmarkt ist ja so, oder, wenn der Aktien einen, einen, einen Mega-Wert hat, Kriegst du fast nicht mehr weg, oder? Wohl, wohl die kriegst du ja immer weg. Kriegst man immer weg? Ja, die kriegst du immer weg. Ja. Ich habe immer so das Angebot und Na, in im Kopf und das, ist, ja. und das kauft keiner, wenn er was. das in der nächsten Stunde... Aber das, oh, das war... Das, Kryptowährungen fluktieren ja im Sekundentakt, das ist ja das, also das, das ist ja... Das ja, ist, aber Börsen, ja... Na, also aber, aber Kryptowährungen sind noch viel schlimmer, das ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche und du kannst zu jeder Minute so einen Ausschlag nach oben und nach unten haben das ist furchtbar stimmt ja die klassischen Börsen und die haben ja einen Schluss das vor allem, ja ja die sind die aber das eine wird durchgehandelt. also da gibt's ja. nicht ähm, da gibt's nicht irgendwas da ist jetzt Stopp ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Ich bin, ich bin, ich bin noch immer verwirrt. Nein, es ist äh, die machen mich fertig. Ich, man, man braucht ein bisschen Fantasie. Also, man muss da wirklich Fantasie reinstecken, weil ja, es ist Fantasie, ist normalerweise nicht mein Problem. <laughs> also, das ist, aber, das ist ähm, aber, es lassen sich schon viele Dinge theoretisch damit lösen. Also, es gibt ja zum Beispiel die Ripple-Abspaltung Stellar Lumen, das ist ähnlich wie Ripple will sozusagen auch für. Ähm, Jetzt, Länder, wo es nicht so leicht ist, so ein Borgeldsystem aufzuziehen oder auch mit Banken, ähm, da ist es fast leichter, auf so eine Kryptowährung zu setzen, um hm. Transaktionen zu ermöglichen. Okay, ja. Ja. Ähm, IOTA und Bosch, glaube ich, was so angedacht war, was so ein Ding selbst oder wenn das Auto selber fährt und selber parkt, dass das Auto gleichzeitig mit IOTA die Parkgebühr bezahlt. Ja, aber das kannst mit jeder anderen x-beliebigen Währung auch machen. Ja, aber das geht nicht so leicht, weil ein Auto kann schlecht Euro überweisen. Ein Auto ist dann im Endeffekt auch nur ein Computer und der kann Euro überweisen. Wenn er ja, das ist das ist aber das ist aber komplizierter als IO zu zahlen. Ja, ich weiß nicht, ob es komplizierter ist, das, das oh, Keine Ahnung. Aber, aber ich habe gesagt, schau da einmal, schau da mal alle Krypto-Kitties an, dann wisst ungefähr, wie das Zeug funktioniert. Kryptowährung, krypto Kryptokitties, Krypto-Kitties aber bitte ähm, hochspekulativ und vorher gescheit informieren, wenn man es schon machen will. Also und bei Crypto ist man im Regelfall eh schon zu spät. Wie, Wie? Also ja, weil du es gibt so ein Ge so, ja, okay. dass du da noch mitmachen kannst, weil es ist ja. sehr, es ist ein sehr teures Spiel eigentlich. <lacht> <lacht> Mir fehlt da ein bisschen das Verständnis, aber an der Fantasie scheitert es. Vielleicht in dem Fall schon, vielleicht gehe ich einfach in dem Fall zu wenig. Aber natürlich, es ist von Hackern entwickelt, ja. was anders außer Kotzen soll. Das sein? Ja, ey, es, es kann, kann nichts anderes ja, sein. Entweder Kotzen oder Porno. Ja, das ist einfach. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wann jemand ein Katzenporno ausbringt. <laughs> ja, ich wollte es ich jetzt nicht sagen. Ja, ich ich nutze es aus. Lesepix. <laughs> ah, ich glaube, das hat es. Ähm, ah, ich mache geschwind. Äh, <laughs> ich weiß nicht, ob ich schon Kopf habe, aber ich glaube noch nicht. Ähm, ich würde mal sagen, schau es euch mal Readly an. Ja. Readly, äh, interessantes Konzept. Ist quasi Spotify für Zeitungen. Und Magazine gibt App für Android, iOS, Windows Mobile ist eingestellt. <laughs> das ist, das ist, äh, man kann es aber im Browser betrachten, äh, unter in, in je, also auf jedem Gerät im Browser anschauen. Ja. Ist Spotify für Magazine kostet 9,90 Euro im Monat. Man kann mehrere Benutzer anlegen, hat Zugriff auf Tausenden an Magazinen. Ili ist Spektrum der Wissenschaft. Drinnen ist Profil, Men's Health, Gusto, Computer, Bild, aber das kann man ausblenden. Äh, Wienerin. Ähm, also also genau wegen Mans Health und der Wienerin würde ich es abonnieren. Sogar e-Media ist drin, das ist aber auch ganz schlimm. Na, aber ähm, also ich habe ähm, ziemlich viele ähm, Magazine abonniert. Ich habe sogar bei mir auf der Startseite direkt verlinkt. Und ich habe drinnen gar nichts, weil es mir herzlich sonntag. Ah, weil ich keine Internetverbindung habe, genau. Ich habe beim Handy das Internet ausgestellt. Na, ich habe drin. Ähm, hey, warum eigentlich nicht? ist sind eh alle ähm, offline. Oh, ah, Na, ah, die in Vorschaubilder Cache habe ich gelöscht und jetzt sagst du mir die Bilder dazu nicht ja, dann. Ich habe äh, Spekt ah, so. Spektrum der Wissenschaft, habe ich äh, Wanderlust, also Wandermagazin, Outdoor-Fotografie. Digitale Fotografie, Spektrum der Wissenschaft, Men's Fitness, Selbst ist der Mann, das Heimwerker-Magazin, <laughs> das Color-Foto, ähm, noch ein Auto, Motor und Sport. Also, es sind echt lässige Sachen drin. Und wenn man sich denkt, normalerweise zahlt man pro Magazin im Abo schon 5 Euro. Und da kriegt man um, um 10 Euro pro Monat, ähm, ja hunderte interessante, ja, hunderte interessante, mehr oder weniger interessante Magazine, dann so, ja, zahlt sich schon mal aus. Also ist, ist nicht so schlecht. Okay, ja. Also seit ich das habe, lese wieder Magazine. Am Handy? Am Handy, ja. Okay. Also generell wieder ja. Magazine. Okay, also okay. Ich würde es mal gerne am, am Tablet, aber ich habe noch keins. Okay, ja, du wartest noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen, ja. jetzt es ja im März anscheinend eh neue. Ich bin gespannt. Ende März, oder? Wahrscheinlich, ja, also zwei Wochen noch Dann wissen <laughs> wir mehr. Stimmt, ja. Ähm, gut, du hast noch no drinnen, das ist Social Media Sucht oder was du da stehen hast. Ja, ja, ah, ja genau. Ähm, es ist ein Artikel im, also es sind eigentlich zwei Artikel im Standard gewesen. Ähm, zu, äh, ja, zum, zum. Zum ja, verstärkten Nutzen oder das ja, generell dem, dem Smartphone entkommen und und inwieweit soziale Medien auf, ähm, auf Sucht setzen. Weil bei sozialen Medien geht es ja eigentlich immer nur darum, außer zu sehen, was was macht er ja. Was ist es Neue? Gibt es was Neues? Ja. Gibt's was Neues? Oft schaut man ja eigentlich nur noch blind, ich habe mir jetzt teilweise selber da dabei beobachtet, dass ich einfach Facebook aufmache und und mal Re, äh, Reload mache, um und um zu sehen, was es Nice, was gibt's yeah. Nice, was gibt's Nice. Und das und regelmäßig gemacht habe und da vor, vor einigen Jahren schon, bevor ich damals zum ersten Mal meinen Facebook-Account gelöscht habe, yeah. äh, dass ich eigentlich nur noch reingeschaut habe, um zu schauen, was gibt's Nice und, und dort mit einer gewissen Erwartungshaltung eingestiegen bin. Und nachher, wenn es was Neues nice gegeben hat, noch war es eigentlich so, ja. Es war nichts Besonderes. Es war einfach, ja, irgendeiner war auf dem Berg und hat da ein Foto gemacht oder irgendein Magazin hat oder irgendeine Facebook-Seite hat wieder irgendwas gepostet, aber es war nicht wirklich relevant und nicht wichtig. Ja. Und, und da geht es jetzt in den Artikel darum, dass die sozialen Netzwerke schon so aufgebaut sind, ein gewisses Suchtgefühl zu wecken, weil man will ja den… den den Kunden und man ist ja nichts anderes als ja, Kunde. Du bist Kunde, du bist mit deinen Daten. Naja, Kunde bist eigentlich in dem Sinne nicht du bist das Produkt, ja, du bist Spaß, du bist Spaß, du bist Kunde ja, und Produkt, ja, ja. und sie werden dir natürlich an der Stange halten. Und natürlich müssen sie in dir ein Gefühl wecken, dass du regelmäßig eine schaust, und das schaffen sie halt, indem sie dir immer was in die Timeline eine werfen und du dadurch genötigt wärst. Auch wieder regelmäßig eine zu schauen, um zu schauen, gibt es was ja. Neues und der Erwartungshaltung dann zu belohnen mit einem neuen Artikel, mit einem neuen Foto und so weiter und so fort. Und die zwei, die zwei Artikel sind, sind recht interessant. Ähm, Lest euch das einmal durch. Und ich habe jetzt angefangen, ich habe jetzt Twitter mal vom ja. Smartphone runtergeschmissen. Und <laughs> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wissen will, ob es was Neues gibt, steige ich halt über einen Browser ein. Ich, ich das ist, mache ich bei Twitter. Ist das bei mir? Twitter starte ich wahrscheinlich zweimal am Tag yeah. und da sage ich, wirklich, da schaue ich noch nach, was gibt es Neues. Also, Twitter ja. ist für mich so, wenn ich mal wissen will, was in der Welt neues passiert. Ein aggregierter äh, News-Kanal. Äh, ja, also, das ist bei Twitter recht schön. Ähm, das habe ich bei Twitter. Ich bin nur immer der Meinung, dass Twitter das bessere Facebook ist. Äh, war ich immer der Meinung, äh. es sind für mich. Zwei unterschiedliche Sachen. Facebook ist für mich ein bisschen so noch das, das was machen meine Freunde, Bekannten und so weiter. Und Twitter ist für mich das, was passiert. Ja, äh, vor allem ich finde es. Äh, ja, Twitter kann aber auch genauso gut das. Ich kann ja genauso gut mit leid in Kontakt treten, die ich kenne. Ja, also, ja das, das schon. Aber ja, es ist aber die Nutzerbasis ich, ist halt Nachrichten kriegst viel schneller. Krieg's viel schneller also. Genau Nachrichten. Ähm, Ihr habt trotzdem jetzt mal Twitter weggetan ja. vom, vom, vom Handy jetzt vor ein paar Tagen. Ich vermisse es nicht. Ich habe jetzt Facebook vom Handy aber getan ja. und ich muss sagen, vermisse es noch weniger. Ich hab, das Schöne bei Facebook ist, äh, da ich ein paar ähm, Facebook-Seiten ähm, betreue, es gibt einen Seitenmanager als ja. eigene App, das heißt, ich muss nicht einmal mit meinem... Äh, ja, das stimmt, ja. Ich brauche nicht das klassische Facebook mit, mit der Timeline von mehr oder weniger interessanten Menschen äh, anschauen. Es ist leider so, es ist einfach nicht viel substanzielles drin. Ich, ich bin selber bei, bei Facebook ähm, sehr passiv. Ist das einzige, was ich hin und wieder mal posten, sind deine Bilder. Wenn ihr mal auf dem Berg war oder, oder wenn ihr mal in Aber das ist, das ist äh, ja einmal ist Monat vielleicht. Also keine Ahnung, ich, 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 ich kenne mein Profil. Ich muss mal auf mein Profil schauen, wie oft überhaupt. Ich ja, jedenfalls, es ist wirklich nicht notwendig. Also probiert es einmal. Verwendet es einmal eine Woche kein Facebook. Also, Twitter wird eh relativ wenig verbreitet sein, doch. Äh, Erinnerung, du hast heute eine bevorstehende Veranstaltung. Na, habe ich nicht, weil Lesen Wien und ich bin ich in Wien. Macht ja, nix. Äh, ah, am Valentinstag habe ich was gepostet, stimmt. Ja, boah, das ist ja jetzt schon ein Monat her. Schon wieder? Schon wieder ein Monat her, ja. Vorstand ein Monat her. Und, äh, vom Lars Fischer. Ich, Valentinstag: fünf Krankheiten, die durch Küsse übertragen werden. Wenigstens einer macht es. Ja. Na, am 2. Februar mein neues Profilbild, äh, am 12. Jänner ein Bild vom Isersberg, aber am 1. Jänner ein Bild von einem Feuerwerk. Also, okay, im Endeffekt alle zwei Wochen. Ja, du bist recht fleißig. Ja, eben. <laughs> also ich glaube, ich nutze Facebook so, wie man es nicht nutzen sollte. Ich weiß es nicht eigentlich. Also ich kann mich erinnern, ähm, damals, also so im deutschsprachigen Raum verbreitet worden ist, hat doch wirklich jeder sein. Jeder irgendwann Schaas eingeschrieben geschrieben und das im Stundentag teilweise. Ich weiß Mit nicht, er hat es sich eh, ist eh ich hab zuerst Facebook nicht gehabt, mir hat irgendwann der Mann gesagt, du musst zu Facebook, du musst zu Facebook. Ja. <laughs> Na, aber es, äh, die Social Media, äh, Tools, Apps, Seiten und wie man es auch alles nimmt, die sind so aufgebaut, dass sie bei Menschen äh, 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 Erwartungshaltung wecken und das... Ähm, und und, und auch das Belohnungssystem des Menschen aus das ist da. Ist sehr viel ähm, wie nennt man das Biologie? Ja, ja, äh, und Biologie und Körperchemie, ja. die da mitspielen bei ja. der Konzeption von den ganzen Sachen. Ja. Also, das ist quasi wie die Schokolade noch mit der man sich belohnt, noch ein Fitnessstudio oder ja. sowas. So funktionieren die Social Media Plattformen eigentlich auch. nur, man zahlt dafür nichts. Ja nicht mit Bargeld ja. sondern mit deine Raten mit euren Raten und so weiter und so. weiter. euch halt an, es ist es ist ich, ich mache es jetzt mal als als Selbstexperiment, ich ich tue jetzt mal alles weg bis ja. auf Instagram. Und Instagram konnte eigentlich nur deswegen, weil es, weil es für mich weil ich äh <laughs> das ob, <hast> du <lacht> <Klärung>. <lacht> Nein, weil weil es für mich einen Mehrwert hat, weil ja. ich gerne schöne Bilder anschaue. Okay. Es ist halt ja. so und und weil ich finde, dass das Instagram-Status das neue Facebook-Status ist. Es, es verschwindet noch 24 Stunden. Ja, Und okay. die kann gerade mal aus schreien, schaut, jetzt, jetzt bin ich Fitnessstudio schaut, jetzt mache ich Techtelmechtel. mechtel Ja, kein, ich, ich kann es auch nicht zu so hundertprozentig erklären, warum Instagram vielleicht besser ist, aber... Ja, ich wäre mit der App Instagram. Ich, 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 nutze, ich nutze es einfach. Anders. Okay. Und, plus, ja, das und, ist Facebook, und Facebook und Twitter nutze ich eigentlich nicht. Das ist, vielleicht ist das der Hauptunterschied. Facebook und Instagram nutze ich einfach nicht. Okay. Nicht wirklich. Das Du ist jetzt einmal weg. Ja, Kannst ich du mich hab... erinnern an Google Plus? Das habe ich auch mal gehabt, ja, das ist, diese, diese komische Abspaltung da. Ja. Da hat Google auch ganz schön daneben gegriffen. Ja. Hast du mal MySpace gehabt? na, Studiefahrzeit? Ja, leider. My, okay. Deshalb, ich wollte nach StudiVZ eben gar nicht mehr zu Facebook, weil ich mir gedacht habe. Ich, eh ich bin eh beim kräftigen deutschsprachigen Portal. Warum sollte ich zu Facebook gehen? Nein, ich mir bringt ja StudiVZ schon nichts. Für was brauche ich jetzt das andere? Ja, eh. So kann man sich täuschen, gell? Ja, jetzt bin ich halt dabei. StudiVZ. Gibt es das überhaupt? Postillon. Nein, aber es gibt einen Artikel von Postillon zu StudiVZ. Genau. Let, der, es ist ein Artikel vom 25. Jänner 2013. Letzte zwei StudiVZ-Nutzer können sich auf den Tod nicht ausstehen. <laughs> 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 ja. StudiVZ gibt es, glaube ich, noch. Gell? Ich habe keine Ahnung. Oder der Artikel von 2012. StudiVZ baut Firewall, um verbleibende Nutzer an der Flucht zu hindern. Ja. Oder noch Vorbildlich noch kein einziger Hetz-Kommentar auf Studie <laughs> Ja, ist, ist natürlich klar, das, äh, es ist mit oh, StudiVZ, bist du schon drin. Er, er sch das schaut er nur schaut immer, gleich immer noch so aus wie damals. Was oh, ist das schlimm? Äh, das hatte mittlerweile im vierten, fünften, sechsten Inhaber, gell? Das ist ja, das ist ja uh Warum kauft man das, das überhaupt? Das hat der Bertelsmann sogar mal gekauft. Warum kommt, kauft ja? man das? Das, 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 das. das jetzt kehrt es jetzt zu Poolworks Germany und Poolworks Germany kehrt zu Holzbring, okay. ach so, na, studiefazette hat dazu Holzbring. Ja, das, das ist, das ist so, the Rise and Fall of, of the Roman Empire, so, so in die Richtung, finde ich. Im deutschsprachigen Raum war studiefazette wirklich stark verbreitet, ja, im ja. Facebook. Und, und ist es ist, ja, das, das ist halt bei Digitalisierung immer, das sind immer die Winner takes it all Märkte. Ja. der Größte gewinnt immer. Ja, aber du musst ja mal der Gräste werden. Ja, Facebook hat es geschafft. Ja, aber Facebook war ja nicht, in, ja. Ja, wenn du einmal Amerika hast, tust du halt noch einen Markt. Äh, aber aber, 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 aber schau dir mal an, äh, My, äh, MySpace. Die waren die größten. Ja. Friends da Ja. Die waren lange da, bevor es äh, Facebook gegeben hat. Die haben es nicht geschafft. Ja, die haben halt ein paar, die waren wahrscheinlich auch zu früh in der Zeit einfach. Ja. Weil wir haben erst, wir, wir züchten ja erst langsam so Technik-Zombies heran. Dächtl-Mächtl-Zombies. Ja, Dächtl-Mächtl-Zombies. Ich meine, wir sind wahrscheinlich so, vielleicht einer der letzten Generationen, was ihr so alles kennt. So ohne Computer, mit Computer, Smartphone. Wir kennen das ja alles Aber wenn du jetzt auf die Welt kimmst, kriegst du ja gleich ein Smartphone in die Hand gedruckt. Ja, mein Nichte hat noch keins. Wie alt ist die? 20 Monat. Also, es wird aber an, jetzt Al mal Zeit, dass der ah, Smartphone ich kriegt. Ich, jetzt wird es wirklich mal Zeit. Ja, jetzt war ich aber, naja, sie hat ja ein Spiele-Smartphone, aber das hat kein Display, das hat, macht nur Töne. Was ist jetzt, wenn du ihr dein Smartphone gibst? Was macht sie damit? Was ich weiß, sie versteht das Prinzip des Swipens und hin und her herwischen schon. ja Und das war, das war meine Beobachtung damals vor, vor zwei Jahren in Hamburg, wo ich auf dem, auf dem Chaos Communication Kongress war, sondern also mit dem ja. mit dem Bus zurück ins Hotel. Und da war ein Kind, das war damals vielleicht echt höchstens zwei Jahre alt, ja. das hat ein Handy in der Hand gehabt, YouTube und hat durchgeschaut und sich die Filmchen angeschaut und nach gefällt mir nicht, weggeswiped, ja. nächstes Video gestartet ja. und so fort und so fort. Ja. Und das mit einer Sicherheit, wo ich mir denke... Puh, so fit bin ja eh ich <laughs> vor allem bei der sinnlosen YouTube-Web Also, wow, ja, also eh. Das, die ja, wachsen das damit auf, das ja. ist natürlich ein kompletter anderer Ansatz wie, wie Aber mir. natürlich, sie haben dafür keinen Zugang mehr zu einem PC, so einem klassischen Nein, das fällt natürlich auch weg. Weil sie machen halt viel übers Handy. Ja. Was da für ich... mich teilweise unverständlich ist, weil ich kann das gar nicht, weil da drei durch. Ja, aber, aber, aber jetzt, jetzt überlegen wir mal, hm. Otto Hummelbauer normal user oder ja. Anna normal user. Odine Hummelbauer normal user. Ja, Mensch, normal Mensch user. Hm? Ähm, wofür braucht der einen Stand PC? Für gar nichts mehr. Online Banking geht App. mit der App. Ähm, E-Mail schreiben geht da. Fotos machen mit einer externen Kamera, brauche ich nicht, mache ich alles mit dem Einfach, iPhone. mit dem Tablet oder iPhone? Ja, machen wir mit dem Handy. Ähm, YouTube schauen geht da, Netflix geht da, Amazon bestellen geht da. Äh, ist, ist aktuell YouTube-Video oder Netflix-Video auf dem Fernseher um, geht, um da. Streamen, geht da. Na nein, also. Es gibt keinen Grund. Ähm, okay, ähm über Geburtstagskarten oder Einladungskarten schreiben, aber irgendein Freund hat sicher ein Bit oder irgendein. Nein, das geht, das geht ja mit einem iPad oder einem Ding. Gibt ja Word, gibt's ja alles. Ja stimmt. Also es gibt keinen Sinn. Also, na, du es brauchst immer unbedingt. Also ich meine, obwohl. Zum Zocken? na, es gibt ja die Konsolen. Ja, und es gibt Handyspiele, ja. Also und Handyspiele ja. Ja, aber es gäbe sonst auch Konsolen, ja, ja, wenn du ein bisschen ähm, bessere Spiele haben willst. Ja, aber es ist so ein Civilisa Ausgereift Civilization Kim. Ist es schon am iPad verfügbar? Ja, aber man will halt Spiele am Fernseher spielen. Das kannst du dann auch mit streamen. Oh, ich also, es gibt ja sogar bewusst schon Spiele, wo du bewusst zum Beispiel Apple TV und iPhone hast. Und hm. dann hast du zum Beispiel eine Flugsimulation, wo du dann mit das ist dein ja. Joystick. Und das geht dann schon. Also, insofern, es gibt keinen Grund für einen PC oder für ein Notebook. Wenn Außer du, wenn man vielleicht noch an Studieren geht und Vorlesungen mitschreibt, aber da braucht man auch nur ein Tablet mit Tastatur. Ja, nein, es ist ähm, also für einen Normal User stimmt schon. ja. man es nicht. Also da kann man wirklich sagen, ja, das ist ja, ich mag es halt ganz gerne. Ich mag einen Laptop ganz gerne. Er hat ja, halt Vorteile. Äh, Vorteile mit der fixen Tastatur. Ja, so. Maus, Touchpad ist halt alles da und mhm. es, ist mein, mein, es ist mein lieberes Arbeitsgerät einfach als Ey, ein Smartphone. Äh, ähm, ich habe mal äh, das Transformer. TF 101 von Asus gehabt. das war ein 10 Zoll Tablet ja. mit Dock, ja. also mit Tastatur. Die haben mir damals eingebildet, das wird mein Notebook ähm, hat es aber nicht geschafft. Das, ja. Es war einfach zu von der Bedienung her zu unausgegangen ja. und es war ein drauf. Ja, ja, das ist, ja es macht <laughs> also <das>, <laughs> es nicht leichter. Es ist beim iPad ja so, es macht es ja auch nicht leichter, weil iOS drauf läuft. Na, aber. Ja, es also ist ein mobiles Betriebssystem. Mit dem muss man leben. Man mit dem muss man leben. Es arbeitet sich ja. damit halt anders. Ja. Also auf Photoshop ja. kann man da darauf halt nicht so bedienen, wie man es gewohnt Nein, ist. Na, das geht schwer. Aber Otto normal User braucht das nicht. Na, normal nicht. Der hat die Apps. Der hat die Apps und die sind durch. Die machen das. So selber? Ja, intelligent. Es wird ja. nachbearbeiten, Muss gar nicht mehr viel tun. Also ein paar Stellschrauben ja. verändern, fertig. Also. Ja. Also, von dem her können wir eigentlich unseren Podcast jetzt einstellen, weil. Jetzt machen wir, jetzt das heißt der Techtel iPad Podcast. Ja, nein, machen wir nicht. Techtel ähm. Podcast. Na, na, jetzt, jetzt wird es absurd. Jetzt wird es absurd. Ähm, ich habe das mal, ja, ich habe einfach ein All-Time-Classic. Ich lasse das jetzt mit den Sendungsnotizen. Du hast aufgegeben. Ja, ich gebe auf, ich schreib's nicht mal weg. <laughs> ich ich habe um, hab jetzt ein All-Time-Classic einfach mal reingeworfen, das ist das Dilbert-Prinzip. Ähm, geht so um unsere abstruse Arbeitswelt in Comicform erklärt, ist sehr lustig. Also diese Dilbert-Comics findet man auch im Internet, diese Stripes, diese einzelnen. Ja, Dilbert ist immer. Äh, es ist immer erklärt, ja. ähm, kann man, Kann man empfehlen zum Lesen. Und weil ich das dann gerade noch gesehen habe, ich habe die Woche auf Netflix einen Kurzfilm entdeckt. Und zwar Das cool, Haus ja. der kleinen Schachteln. Ähm, habe ich recht interessant gemacht gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe auch noch gleich einen zweiten dazu. Ähm, und das ist sozusagen Wind, der ist auf YouTuber zu sehen. Wer ja, Wind? Wind, heißt noch Wind. Das Haus der kleinen Schachteln. Ja. Oh, das schaut gerade schon nett aus. Ja, der ist ganz ganz eigen gemacht, ja. Mm, cool. Das ist ein Kurzfilm. Das ist ein Kurzfilm, ja, mit zwölf Minuten. Und Wind ist auch, hat auch ein sehr eigenes, ich glaube, das habe ich mal bei Manuel auf der Pinnwand gesehen, der hat das einmal drauf gehabt zuerst. Aber ist auch schon älter. Ah, ja, das kenne ich. Ja. Und mhm. das ist recht das ist recht interessant. Ja, nette Videos ist ist Jetzt so mal und ich habe jetzt drunter, habe jetzt noch äh, das Fahrrad-Urlaub-Video noch mal reinkopiert, dass man es einmal zumindest dann haben, wenn schon vor zwei Wochen nicht vielleicht geklappt hat, was man noch nicht wissen, ob es ja, geklappt ich glaub, ich hat. Glaub, ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen drauf getan müssen. Ja, ich mag jetzt die Webseite nicht aufmachen, und nachschauen. Ich mache es ja mein, mein Akku ist also im Leer vom Laptop. Akku ist leer. ja, also ich habe noch eine Stunde 42. Na, vier Stunden 42. Vier Stunden. Vier Stunden 42? Na eine Stunden. Eine Stunden? Stunde. Na zwei Stunden geht aber noch, ja. Echt das? Mhm. Der geht aber lang. Ja. Für das, dass der schon lang läuft? Hey, er läuft ja noch gar nicht so lang. Hey, er läuft, der jetzt gerade erst seit knapp zwei Stunden. Ach so, ja, ist trotzdem nicht so schlecht. Zwei <laughs> Stunden ist nicht so wenig. <lacht> <lacht> das muss man einfach sagen. So, ähm. Dann war es das. Ich, ich glaube für die Woche. Für, für, für die Märzfolge. Ah, wir haben ja März ja noch eine oder? Es sollte sich ausgehen, ja. sollte sich ausgehen. Was haben wir heute in? 9. März? 9. Ja, stimmt. Ah, 9. Ja, es ist erst Anfang März. Dann hört man sich aller Voraussicht noch am 23. März wieder. Ja. Bis dahin äh, fröhliches Dechtelmächteln. <laughs> Dechtelmächtel, bis dahin. Ja, äh, also fröhliches äh, Internetzen und, und Dinge und so weiter und so fort. Ähm, falls es Fragen gibt, könnt ihr euch gern wieder in den Kommentaren melden. Wir ja. werden ja in der nächsten Folge dann wahrscheinlich behandeln. Ja, außer also wir vergessen es, dann schreibt also dann, dann also, es uns noch einmal. uns noch einmal erinnern. Ne? Also, ich mein, bis jetzt waren die Fragen eh immer so, dass sie jemand geschrieben hat, der unser Handynummer meistens gehabt hat, und dann ja. war es recht leicht. Dann kann man es also Und übrigens, der Manuel ist uns jetzt für die Beantwortung der Frage aber wirklich schuldig, dass er in Japan in die Schlafkapsel ein ist. Ah, ja, stimmt. Manuel, ähm, Schlafkapsel Japan, bitte mal testen. Das möchte ich. Ich, ich, möchte, ich möchte bitte ein Video davon haben. na, na Video will ich jetzt gar nicht haben. Eine ich, kurze Rückmeldung, wie es ist. Ja, wohl ich hätte gerne ein Video davon. Okay, Video, Passt. <laughs> Ja, das ist für ihn eh leicht. Er macht ja Filme. Also. Ja, es ist ja begnadeter Filmemacher, also ja. von dem her. Ist es einfach, er macht einen Film. Ein Abenteuerfilm in einer Schlafkapsel. Er, er soll so ein dramatisches Tagebuch in Videoform machen. Lasst was einfallen, Manu. Manu. Und ja, wir hören uns. Bis fast, Bis demnächst. Bis, demnächst. Bis demnächst. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.